oh Gott, warum bin ich denn heute zu spät und ausgerechnet heute, wo Herr Grob einen Test schreiben wollte? Hm, was machen die denn hier, Herr Grob und Philipp? Das sieht aus, als würde Philipp für irgendwas Ärger bekommen. Ich sage dir, Philipp, so geht das nicht weiter mit dir, auf gar keinen Fall. Hallo, Philipp, hallo, Herr Grob, ist alles in Ordnung? Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Oh ja, das bist du, Hanna, und ich werde mir das auch aufschreiben. Und jetzt schnurstracks ins Klassenzimmer. Wir werden gleich den Test schreiben. Oh Mann, Hanna, kannst du mich nicht hier befreien? Oh, der Grob, der nervt mich voll. Ja, Philipp, du hast ja gehört. Also, ich würde echt gerne wissen, warum Philipp Ärger bekommt. Also, Philipp hat überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Also, oder hat er sich vielleicht mit jemandem geprügelt und ich weiß nur nichts davon? Herr Grob, ich sagte Ihnen doch schon, ich kann nichts dafür. Das ist halt einfach so. Nein, das ist nicht so. Das ist doch nicht normal, dass du jeden Montag fehlst wegen diesem Wildcamp, wegen dieser TV-Show, die auch, glaube ich, auf YouTube läuft. Das geht so nicht weiter. Herr Grob, aber ich bin doch weitergekommen. Wie wär's mit dem Kompromiss? Wie wär's denn, wenn ich Sie grüße, hä? In der TV-Show? Sie wollten doch bestimmt immer ins Fernsehen. Na, das hättest du doch viel vorher sagen können. Das ist ein guter Kompromiss, ja? In jeder Sendung grüßt du mich jetzt bitte. Oh, ja, und auch die Frau Lieb bitte. Toll, ja, mache ich, ist in Ordnung. Oh Mann, damit werde ich mich jedes Mal in der Show blamieren, als ob ich Lehrer grüßen möchte. Oh Mann. Hm, naja, ich bin zwar zu spät, aber ich habe mich auf den Test vorbereitet. Was willst du denn hier? Sag mal, bist du total verrückt geworden? Ja, natürlich bin ich verrückt geworden. Verrückt gut. Ja, ich bin hier, weil ich heute was zu tun habe. Und zwar leite ich heute Lehrer versus Schüler. Was? Du? Dass ich nicht lache. Ja, lach mal lieber nicht, weil ich habe was richtig Cooles vorbereitet bei Lehrer versus Schüler. Du wirst doch Augen machen. Herr Grob, könnten Sie mir vielleicht mal sagen, was das hier soll? Was macht mein Bruder hier? Dein Bruder? Wer ist denn dein Bruder? Also, junger Mann, was machst du in meiner Klasse? Hallo, entschuldigen Sie, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Vogel mein Name, Julian Vogel. Ich komme von der Grundschule Playmobil City. Der Herr Chillig hat mich geschickt, wegen Lehrer versus Schüler. Ach, aber natürlich, Lehrer versus Schüler. Der Herr Chillig, das ist echt ein feiner Kerl. Ich hoffe, der kommt bald auf unsere Schule. Vielen, vielen Dank, junger Mann. Na, das glaube ich nicht. Er ist eigentlich relativ zufrieden bei uns auf der Schule. Ja, genau. Und ich habe was ganz Tolles vorbereitet bei Lehrer versus Schüler. Philipp, sag mal, meint er das jetzt wirklich ernst oder träume ich vielleicht gerade? Also ich frage mich gerade auch, ob ich träume oder nicht. Julian bei uns in der Klasse und dann ein Lehrer versus Schüler? Oh Mann. Naja, eigentlich hätten wir heute einen Mathe-Test geschrieben und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt im Leben. Ich meine, Mathe. Aber dieses Spektakel geht natürlich vor. Ja, dann starten wir doch. Müssen wir in die Turnhalle? Oh nein, wir bleiben nicht in der Schule. Ich habe was Tolles organisiert. Ab in den Schulbus. Oh Mann, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Was hat Julian bloß für uns vorbereitet? Meine Damen und Herren, liebe Schüler und Schülerinnen, herzlich willkommen hier bei Lehrer versus Schüler, geleitet von Julian Vogel und nicht Hanna Vogel. Wir haben heute was ganz, ganz Tolles vor, und zwar entkomme aus dem Einkaufszentrum. Was er hier alles vorbereitet hat, und wir sind die ausgewählten Schüler, das ist ja klasse. So, meine Kollegen, also ich habe Sie extra ausgewählt, weil ich bei Ihnen ganz viel Potenzial sehe und wir müssen natürlich gegen diese Schüler hier gewinnen. Eine Lektion erteilen müssen wir. Also an eurer Stelle würde ich es erst gar nicht versuchen, hier aus dem Einkaufszentrum zu entkommen. Wir, die Lehrer, haben so viel Erfahrung. Naja, und die Lehrer, die sind alt und unbeweglich und beim Entkommen kommt es darauf, dass man sich gut bewegen kann. Woher willst du das denn wissen? Vielleicht muss man auch ein Quiz hier überstehen, um aus dem Einkaufszentrum zu entkommen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt die Obi hier vorstellen im Einkaufszentrum. Inspiriert von Roblox. Als erstes geht es eine Rutsche hoch. Ja, Sie haben richtig gehört. Eine Rutsche hoch und nicht runter. Danach geht es durch einen gefährlichen und ganz dunklen Tunnel. Und danach kommt der Zaun des Schreckens. Den muss man überwinden und der ist ganz, ganz hoch, sage ich Ihnen. Danach geht es weiter. Wir sind ja im Einkaufszentrum im Schleimladen. Ja, genau. Und da muss man über einen Geldautomaten und andere Sachen springen. Danach geht es für die Lehrer und Schüler mit dem Aufzug runter. Und dann nochmal im Finale über einen ganz spannenden Parcours mit einem Bett, was ich gerne hätte, und auch Schleimbehältern. Und dann noch über diese riesigen Bälle und dann ist man eigentlich auch schon am Ziel. Oh yeah, cool! Schüler vor! Und als Besonderheit heute bei Lehrer versus Schüler geht es darum, dass das alles auf Zeit ist. Jetzt starten die Lehrer als erstes und ich stoppe die Zeit. Und wer schneller ist, hat heute gewonnen. Können wir nicht gleich die Urkunde oder die Medaille erhalten, dass wir Erster geworden sind? Nein, das geht nicht, weil ist ja auch egal. So, 3, 2, 1 und los! Los, beeilt euch! Ja, ich versuch's ja! Schnell! Oh Mann, also ganz ehrlich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie so schnell die Rutsche hochkommen. Ich dachte, das wäre eher eine Übung für Kinder. Na, da gucken die Schüler aber blöd. Ja, auch die Lehrer sind ziemlich fit und das auch ohne Herrn Coach. Oh Mann, Herr Grob, Mann, beeilen Sie sich doch! Das geht doch auf Zeit! Jetzt hören Sie auf zu feiern!
Leute, Leute, ich kann mich kaum noch festhalten. Herr Grob, bitte beeilen Sie sich. Oh, 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 oh. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Oh, die schmieren alle ab und es müssen ja alle drei im Ziel sein. Sehr gut. Erste Etappe geschafft. Jetzt geht es durch diesen Tunnel hier. Ab geht's. Oh, ja, ja, das ist aber ziemlich heiß hier und ziemlich dunkel. Was ist das denn für ein Tunnel? Oh, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Oh, und wenn ich den Zaun schon sehe, warum ist der denn so hoch? Oh, Herr Grob, könnten Sie bitte aufhören zu meckern und weitermachen? Es geht auf Zeit. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber es ist so hoch und ich habe Höhenangst. Oh, ich komme nicht mehr runter, ich bleibe hier oben, das ist mir egal. Eieiei, wer hat das denn hier gebaut? Oh, ich möchte gar nicht entkommen, ich bleibe für immer hier, das ist doch viel zu hoch. Oh, das kann doch nicht sein Ernst sein. Herr Grob, springen Sie da runter, los. Aha, wie scheint, haben die Lehrer das ein oder andere Problem. Zum Vorteil der Schüler natürlich. Hey, du sollst unparteiisch sein, aber nun gut, du bist ja auch noch ein Schüler. Ich komme hier nicht mehr runter. Ist mir egal, ob ihr einen Helikopter schickt oder so. Oh Mann, ich glaube, die werden es nicht hinbekommen. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, Leute. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh doch, das kann wahr sein. Ich bleibe für immer hier. Ruf meine Mama an. Oh, ich werde bestimmt nicht ihre Mutter anrufen. Komm, ich ziehe das alleine durch. Oh, dieser Herr Grob wartet die ganze Zeit da oben auf dem Zaun. Ich werde jetzt den Parcours als erstes beenden. Ja, aber das Problem ist, wir drei müssen alle im Ziel sein, sonst zählt die Zeit nicht. Oh, toll. Oh nein, jetzt bin ich gefallen. Oh, in diesen ekligen Schleim, ich hasse es. Oh, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an, es ist nur Schleim. Herr Grob, Sie sollten sich wirklich beeilen. Ich meine, ja, Sie sind der Schuldirektor und ich möchte nichts sagen, aber Sie sind echt ziemlich langsam. Ja, aber ich habe doch Höhenangst unter dieser Schleim. Als ob auf unserer Schule nicht schon genügend Schleim wäre bei den ganzen Schülern. Also, kurzes Zwischenfazit. Ihr seid schon bei 3 Minuten und 20 Sekunden. Und wir sind noch oben. Wir sollten uns langsam wirklich beeilen. Ich bin schon hier im Aufzug. Kommt, ich warte auf euch. Ja, ich bin auch sofort da, aber einer fehlt natürlich. Du weißt wer. Ja, wir wissen es. Oh, schon wieder in diesem Schleim. Wer hat denn diese Koffer hier aufgebaut? Wie soll man denn so entkommen? Oh Mann, ich glaube, Herr Grob hat das Konzept oder Prinzip von Entkommen nicht verstanden. Er muss halt diese Dinger nehmen, damit er richtig entkommen kann. Also, wenn ihr mich fragt, wir werden auf jeden Fall gewinnen. So, ich bin dann da. Wir können jetzt nach unten. Ah, ja, ja, was war das nur hier oben? Ich hoffe, unten wird's nicht so schwierig. Herr Grob, beeilen Sie sich doch mal. Was zögern Sie denn so? Warum ich zögere? Ja, weil hier schon wieder Schleim ist. Das sind Schleimbehälter und ich möchte da nicht rein. Und Sie sollten mich nicht schubsen. Oh, was ist das denn? Los! Also, der Schleim fühlt sich irgendwie komisch an. Der ist ja ganz hart. Oh Mensch, Herr Grob, hören Sie doch einfach auf zu analysieren und zu erzählen. Das ist hier kein Matheunterricht. Ich wünschte, es wäre nur so. Ich wünschte, es wäre so. Oh, Mathe wäre jetzt so schön. 2 plus 2 ist 4. Die Wurzel aus 25 ist 5. Oh, so wie es aussieht, sind die Lehrer gleich im Ziel. Und wir haben eine Zeit von 4 Minuten und 50 Sekunden. Herr Grob, sind Sie im Ziel? Ja, los! Ja, na los, beeilt euch. Eben wart ihr noch am Meckern und jetzt seid ihr hinter mir. Okay, alle okay, Mann sind wir da. Alles klar, ich habe eine Zeit von 5 Minuten und 22 Sekunden. Das müssen die Schüler jetzt schlagen. Okay, okay, Leute, Leute, das kriegen wir hin. Also eine Rutsche hochklettern, das kriegen wir sowas von schneller hin als die. 3, 2, 1 und go! Los! Ja, das war ja klar, dass sie so eine Rutsche hochklettern können. Die lernen ja heutzutage nichts mehr in der Schule, nur noch sowas. Oh, ein starker Start von den Schülern, das ist ja noch schneller als die Lehrer. Los, Philipp, geh als erstes durch den Tunnel. Jo. Also, Herr Grob, ich will ja nichts sagen, also ich will ja nicht sagen, dass Sie schuld sind, aber Sie sind schuld. Philipp, los, du machst das gut. Ja, ja, weißt du, wie dunkel es hier ist? Los, los. Okay, ihr seid jetzt schon bei 45 Sekunden, beeilt euch mal lieber. Los, alle Mann hinter mir her. Los. Wartet ja, nicht, bis ich raus bin. Ich bin schon hinter dir. Okay, wir müssen jetzt alle nur auf den Geldautomaten springen. Mehr nicht und bitte nicht in den Schleim, der klebt wahrscheinlich. Alles klar, komm, wir springen bei 3 gemeinsam. 1, 2, 3, oh, tap. Super Landung. Hanna, mach weiter, gar nicht erst warten. Na, das ging mal richtig schnell. Die Schüler sind ja echt gut unterwegs. Also den Zaun des Schränks haben sie locker überwunden. Ihr seid bei 1 Minute und 20 Sekunden. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Die Schüler werden gewinnen und wir Lehrer blamieren uns. Oh, muss ich mir etwa neue Lehrer suchen bei uns an der Schule? Na, das ist ja eine Frechheit. Also sowas lasse ich mir nicht bieten. Ich gehe. Los, Leute. Wir sind richtig gut in der Zeit. Ab in den Aufzug. Ich sag euch, wir könnten hier noch einen Mittagsschlaf halten und wir sind immer noch schneller als die Lehrer. Das glaube ich auch. Ab geht's nach unten ins Finale. Yeah, los, Schüler vor. Lehrer, buh. Na, das kennen wir natürlich von den Schülern. Die feuern nur ihre Schülerfreunde an, ist ja klar. Und ihr liegt jetzt bei 2 Minuten und 2 Sekunden. Oh, also irgendwie habe ich dieses Gefühl, dieser Schleim ist erst hart, aber dann zieht er einen trotzdem nach unten. Ja, man darf nicht zu lange draufbleiben. Also, ich gehe jetzt. Wir sehen uns in der Schule wieder.
Und Ihnen ist schon klar, dass wir wegen Ihnen verloren haben. Jetzt nur noch über diese Riesen-Obis bellern, dann haben wir es geschafft. Puh, ich hab's geschafft. Ich bin am Ziel. Los, los, Leute, beeilt euch. Okay, okay. Okay, okay, wir sind da. Alle drei. Oh, das war ja ganz, ganz stark, Leute. Ein neuer Rekord hier. Entkomme aus dem Einkaufszentrum. Ihr habt's geschafft in 3 Minuten und 20 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die Sieger. Das ist doch klar. Wenn das jetzt Matheaufgaben im Einkaufszentrum, dann hätten wir gewonnen. Tja, tut mir leid, Herr Grob, aber das waren keine Matheaufgaben. Also, dieses Entkommen, das war ja echt, das war viel zu viel. Der Zaun des Schreckens war wirklich der Zaun des Schreckens, der war viel zu hoch. Tja, tut mir leid, das ist halt bei einer Obi so, wenn man entkommen möchte. So, das ist der Pokal für die Schüler, ein Wanderpokal. Oh, oh yes, cool. Danke. Wow. Also, ich werde nächstes Mal mit einem anderen Team antreten. Ja, das ist mir aber auch lieber. Also, mit so einer langsamen Schnecke möchte ich nicht nochmal so ein Spiel spielen. Oh, yes. Und Julian, ganz ehrlich, du hast es echt gut hinbekommen heute. Hast du vielleicht von deiner großen Schwester? Das kann sein, das kann sein. Aber meine Obi war doch viel cooler. Oder, Leute? Was sagt ihr? Hat euch das Lehrer vs. Schüler heute gefallen? Schreibt doch in die Kommentare. Ciao. Julian, bitte steh auf. Es ist ein Notfall. Es ist wirklich ernst. Na, so ernst wie mein Traum kann es gerade nicht sein. Ich war im Zuckerwattenland und da waren Einhörner. Ich meine natürlich Monster Trucks. Ja, ja, ich schlafe weiter. Frau Vogel, ich hab's Ihnen gesagt, also Ihr Sohn Julian sollte aufstehen. Wahrscheinlich hat er diese Krankheit auch. Was soll das überhaupt für eine Krankheit sein? Sie sagen, ich bin auch krank, aber ich fühle mich topfit, ja. Julian, bitte steh jetzt auf. Ich meine, vielleicht hat Emma dich angesteckt. Das ist wirklich eine furchtbare Erkrankung. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Und warum ist denn die Ärztin hier aus dem Krankenhaus, aus der Klinik? Also, ich fühle mich gesund. Ja, das haben die anderen Kinder auch gesagt. Aber ich sehe es in deinen Augen, diese Pupillenerweiterung. Ja. Ihr Sohn ist auch krank. Es tut mir leid. Oh Gott, ich mache mir wirklich Sorgen als Mutter. Können Sie uns nicht wenigstens sagen, was es ist? Also worum geht's? Ist es wirklich ansteckend und gefährlich? Schatz, was ist denn hier los? Warum ist sie denn jetzt überhaupt da? Und Hannah ist jetzt auch wach, aber sie wirkt jetzt nicht krank. Also ihr werdet auf jeden Fall mit ins Krankenhaus kommen und eure große Schwester wahrscheinlich auch. Ach nö, ich will aber nicht. Will ich jetzt Krankenhaus? Was soll ich denn da? Das ist langweilig jetzt. Oh, könnt ihr mir mal erzählen, was hier los ist? Ich wollte einfach nur in Ruhe ausschlafen. Martin, vielleicht sollten wir ein bisschen auf Abstand gehen. Ich meine, vielleicht ist das ansteckend, so wie die Tüdelitis. Ach so, ja, ja. Hannah, Schatz, Kinder, bleibt mal bitte da. Ja, ja, wir beobachten das von hier. Euch geht's doch gut, oder? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mir geht es doch super. Ich bin nicht krank. So, meine Kleine, jetzt huste mal. Hm, husten? Okay. Oh, ganz eindeutig. Sie hat es auch. Ich verstehe überhaupt nicht. Was habe ich denn? Also eine Erkältung oder habe ich was im Hals stecken? Ich verstehe das nicht. Also eins kann ich den Eltern schon mal sagen. Ihre Tochter kommt auch mit ins Krankenhaus. Und das wird eine teure Krankenhausrechnung, kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Das ist kein Problem. Ich meine, Hauptsache, wir werden nicht angesteckt und Sie können unsere Kinder heilen. Genau. Oh Mann, wir müssen wieder jetzt ins Krankenhaus. Mir geht's gut. Ich habe nichts. Ich habe kein Fieber oder so. Also, ich glaube, du hast keine Ahnung von. Ich bin doch hier die Ärztin. Und ihr kommt alle mit und eure Eltern können euch in den nächsten 4 Wochen nicht besuchen. Wieso denn? Warum? 4 Wochen im Krankenhaus? Das ist voll lange. Was soll ich denn da so lange machen? Da gehe ich ja lieber in die Schule. Also, pro Kind bekomme ich dann von Ihnen 10.000 Euro. Das können Sie mir direkt schon mal überweisen, damit ich mir mein Haus... nein, also ich meine natürlich, damit ich die Kinder wieder heilen kann. Ja, überhaupt kein Problem. Aber ist es denn jetzt ansteckend für uns oder nicht? Nehmen Sie die Kinder ruhig mit. Also, ihr habt gehört. Eure Eltern schicken euch ins Krankenhaus. Hinter mir her. Mama, die wissen Mama, überhaupt nicht, ob wir krank sind. Und schicken uns ins Krankenhaus. Ist das jetzt ernst gemeint? Das können die doch nicht einfach machen mit uns. Also irgendwas stinkt hier. Stinkt hier gewaltig. Das passt doch irgendwie nicht. Finde ich auch komisch. Kinder, wir haben euch lieb. Ja, ich würde euch gerne noch einen Kuss aufdrücken, aber besser nicht. Ja, lieb auf Abstand. Ja, ja. So, Kinder, jetzt hier alle rein. Und ich komme dann irgendwann später vorbei, wenn ich Zeit und Lust habe. Was macht ihr hier? Ihr seid Hannah, auch hier? Ihr seid auch? Julian! Seid ihr auch krank? Wow! Was ist denn hier los? Ihr seid alle in einem Zimmer? Also hier steppt ja der Bär. Muss ich auch in diesem Zimmer bleiben? Also, das ist mir alles egal. Ihr bleibt alle in diesem Zimmer und ihr geht da auch nicht raus, bis ich es euch sage. Aber wie sollen wir denn alle hier in diesem Zimmer bleiben? Wir sind doch über 10 Leute. Ja. Das ist doch viel zu eng und wir haben doch nicht mal genug Stühle. Ich hab keinen Platz. Oh Mann, also das heute Morgen verstehe ich alles nicht. Das ist irgendwie komisch. Das stinkt doch. Sag mal, ist sie bei euch heute auch einfach ins Zimmer reingekommen und gesagt, ja, du bist krank? Sie meinte nur zu mir, was hast du gestern gegessen? Und dann habe ich gesagt, Spaghettis. Und dann meinte sie, jetzt sei ich krank. Also ich habe gesagt, ich war gestern auf dem Spielplatz. Und dann meinte sie, ja, ja, dann bist du jetzt auch krank. Das verstehe ich nicht. Also zu mir meinte sie, ich habe viereckige Augen, weil ich die ganze Zeit vor dem Tablet war. Aber meine Augen sind doch noch rund, oder? Naja, aber ich freue mich, dass ihr auch hier seid. Da bin ich wesentlich alleine. Oh Mann, so viele Leute in einem Zimmer.
Also Leute, ich wäre echt dafür, dass wir nochmal zu der Ärztin hingehen und mit der sprechen. Also das kommt mir alles total komisch vor. Das kann doch nicht sein. Und ich wäre dafür, dass ich hier eine Privatsuite im Krankenhaus bekomme. Ein Bett für mich hier, das brauche ich natürlich. Ja, Hannah, super Idee. Also sonst hast du ja nicht so tolle Ideen, aber diese Idee ist sehr gut. Wir sollten sie zur Rede stellen. Okay, alle mal nach unten. Was ist das denn? Wo kommt das denn auf einmal her? Der ganze Gang ist versperrt. Wir kommen hier überhaupt nicht durch. Leute, ich weiß schon, was das ist. Wir müssen heute aus dem Krankenhaus entkommen. Aber sowas von. Ich glaube, das ist der Plan von ihr. Wir sollen hier im Krankenhaus bleiben, damit sie ganz viel Geld machen kann. Ja, das kann sein. Aber wie sollen wir denn hier bitte entkommen? Wir sind noch im zweiten oder dritten Stock hier oben. Folgt mir einfach. Ich bin der Obi-Meister. Also das ist so wie, also nicht Obi der Baumarkt, sondern wenn man irgendwo entkommen will, wie bei Roblox. Du weißt doch. Okay, Julian, wir vertrauen dir. Dann geh du mal vor. Oh Mann, das ist ja super. Ich hab schon immer davon geträumt. Und jetzt sind wir wirklich wahr. Oder auch nicht? Träume ich wirklich? Oder nicht? Okay, Leute, folgt mir einfach. Und achtet darauf, wir müssen über den Boden springen. Wahrscheinlich hat die Ärztin irgendwas hier damit gemacht. Seid ihr hinter mir? Ja, Julian, spring jetzt. Ja, ist okay, warte. Leute, beeilt euch. Wir müssen hier schnell raus, bevor die Ärztin das merkt. Das ist hoch. Aber Julian, wie sollen wir denn nach unten kommen? Ich sehe überhaupt keinen Aufzug. Also da sehe ich was, aber der Aufzug scheint nicht da zu sein. Das ist irgendwie komisch, da fällt man doch raus. Ich schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Anscheinend kann man nur einzeln nach unten. Ich glaube hier, ja, ich weiß wie. Man muss hier auf die Kante und dann drückt man und dann kommt man einen Stockwerk tiefer. Man kann nur einzeln runter. Oh Mann, das ist wirklich wie in so einer Roblox-Obi. Klasse, ich gehe nach unten. Los, Emma, du schaffst das. Spring. Ich traue mich nicht. Oh, ich fall runter. Aber du musst dich festhalten. Nein, du darfst nicht fallen. Bestimmt ist der Boden Lava oder so, aber ich sehe da gar kein Feuer. Ach, hier kann doch gar nichts passieren. Das ist doch ein ganz normaler Boden. Oh, der ist ganz schön heiß. Das sieht zwar überhaupt nicht aus wie Lava, aber es ist echt mächtig heiß, genauso wie Lava. Ich kann dir nicht helfen, Emma. Tut mir leid. Emma, nimm meine Hand. Ich zieh dich hoch. Komm, nimm meine Hand. Oh, das war echt knapp. Oh, danke schön. Seid wirklich vorsichtig. Wenn ihr hier springt, dann rutscht man ab. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Wir dürfen den Boden auf jeden Fall hier nicht berühren. Wir müssen die Hindernisse nehmen, wie bei Roblox. Halt. Los, beeilt euch. Okay, schickt den Aufzug wieder hoch. Oh Mann, wie sieht's denn hier aus? Oh, das sind ja irgendwelche komischen Krankenhausgeräte. Und die sind alle auf dem Boden. Und daneben ist irgendwie so ein komischer Schleim. Aber mit dem Schleim, da passiert doch nichts. Oh Mann, da klebt man ja richtig fest. Da darf man auf keinen Fall reinfallen. Das ist ja wie Treibsand oder Treibschleim. Na egal, okay, dann werde ich die Hindernisse hier nehmen, diese Krankenhausgeräte. Ja, das ist schon viel besser, viel besser. Jetzt noch hier rüber und nicht fallen. Julian, das kriegst du hin. Du musst aus diesem Krankenhaus entkommen, aber sowas von. Julian, oh Mann, wie sieht's hier denn aus? Kann man den Schleim berühren? Nein, auf keinen Fall, der ist ganz klebrig. Oh Mann, diese Ärztin ist echt verrückt geworden, was sie hier mit uns macht. Emma, den Schleim nicht berühren, folgt mir einfach. Okay. Oh Mann, hier ist jetzt ein anderer Schleim und der stinkt ja mächtig. Oh, das sieht ja echt eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie auch gefährlich. Der klebt total. Oh, wie soll ich das denn jetzt da rüber schaffen? Da muss ich ja jetzt springen hier. Okay, Julian, reiß dich zusammen. Ein Sprung und du bist dann fast raus. Dann bin ich schon unten beim Eingang gleich. Oh Mann, weg vom Schleim. Okay, Leute, ich sag euch, dieser Sprung, der ist echt nicht einfach. Emma, du musst drauf achten, okay? Ich gehe jetzt schon mal weiter. Julian, mach nicht so schnell, wir kommen doch nach. Ja, Vorsicht. Ja, wartet da vorne. Also die anderen sind sogar noch oben, die sind da noch am Warten. Tut mir leid, ich muss jetzt vor, ich muss gucken, was hier los ist. Oh Mann, da ist jetzt eine Leiter, die führt in so einen Aufzug. Aber das ist doch nicht dieser Aufzug hier vom Krankenhaus. Oder ist das wieder ein Portal und ich bin dann irgendwie zu Hause und ich träume bestimmt. Ja, so ist es wahrscheinlich mal wieder. Ich muss jetzt einfach nur hier die Leiter runter. Das ist hier wie die an meinem Bett. Ich träume auf jeden Fall. Jetzt muss ich in das Portal steigen und dann bin ich wieder zu Hause. Und los geht's. Okay. Na, das finde ich jetzt aber ein bisschen komisch. Irgendwie bin ich nicht zu Hause. Träume ich oder träume ich nicht? Okay, was ist denn da hinten? Julian, wir haben es hier oben geschafft. Wie sieht's da unten aus? Kann man da weiter? Was willst du denn hier? Also, wir haben hier mal einen Parcours geschafft. Ich habe doch extra ganz viele fiese Fallen aufgestellt. Tja, ich bin halt ein Profi, was das angeht. Und jetzt aus dem Weg. Ich will hier raus. Ich will entkommen aus diesem Krankenhaus. Auf gar keinen Fall. Du bleibst hier und ihr alle bleibt hier. Und eure Eltern zahlen mir schön viel Geld und ich kann mir davon ein Haus kaufen. Oh Mann, Julian, ich glaube, das war's. Ihr kommt nicht mehr weiter hier. Also, an mir kommt ihr nicht vorbei. Selbst wenn ihr alle Fallen geschafft habt. Hier ist Schluss. Leute, ich glaube, wir kommen hier wirklich nicht raus. Wir müssen die nächsten 4 Wochen hier im Krankenhaus bleiben. Nein. Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass hier mal jemand reinkommt und uns helfen könnte. So ein richtiger Held. Ich habe etwas Husten und eine Erkältung. Kann man da was machen?
Also eigentlich meinte ich einen Held, aber doch nicht Molly, wobei... Oh nein, Molly, ich kann jetzt nicht auch bei dir entkommen. Diese Ärztin, die will uns nicht aus dem Krankenhaus lassen, das nervt uns. Heute ist das Krankenhaus geschlossen, also tut mir leid, wir können keine Patienten mehr annehmen. Und tschüss. Was höre ich hier? Also, du möchtest jetzt hier die Menschen in Playmobil City erschrecken und Angst einflößen? Das geht nicht. Dafür ist Molly da. Das kann ich nicht so einfach zulassen. Das ist mir sowas von egal. Ich habe hier selbst viel zu tun. Mir aber nicht. Kinder, raus mit euch. Lassen Sie mich los. Kinder, was soll das? Jetzt geht schon raus. Oh Mann, also wenn ich es mit eigenen Augen nicht sehen würde, dann würde ich es nicht glauben. Molly hilft uns. Leute, raus hier. Los, los, beeilt euch, beeilt euch. Molly kämpft anscheinend mit der verrückten Ärztin. Ja, auch Molly macht mal was Gutes. Aber nur, um euch dann später wieder zu erschrecken. Los, haut ab. Oh Mann, irgendwie ziemlich abgefahren. Ich habe das Gefühl, ich träume, oder nicht? Was meint ihr? Träume ich oder nicht? Oh nein, er ist ja immer noch am Schlafen. Julia, du kannst doch jetzt nicht verschlafen. Nicht heute, bitte nicht. Oh, was ist? Gib mir noch 5 Minuten. Was ist denn? Ist wieder Schule wie sonst auch. Ob ich ein paar Minuten später komme, ist doch nicht schlimm heute. Oh nein, Papa, ist Julian etwa immer noch nicht wach? Ausgerechnet an diesem heutigen Tag. Ja, ich weiß. Ich wurde schon gewarnt von anderen Eltern. Ja, das ist so schlimm. Ich weiß das noch von dir letztes Mal. Genau. Julian, jetzt steh auf. Ja, was wollt ihr, Hanna? Was macht ihr jetzt so Stress hier früh am Morgen? Ich bin doch gar nicht richtig wach. Ich hatte noch nicht meinen Morgenkakao. Oh Mann, was wollt ihr von mir? Ich gehe ja zur Schule gleich. Beruhigt euch, jetzt bin ich wach. Julian, du weißt ganz genau, was heute anliegt. Heute ist der Tag der Tage. Also, du weißt, was mit Herrn Chillig heute ist. Was soll mit Herrn Chillig sein? Er ist der Schulleiter und Lehrer. Also, ich verstehe nicht euren Stress heute nicht. Hanna, was hast du denn eigentlich? Julian, heute ist dieser Tag, wo Herr Chillig immer ganz schlecht drauf ist. Also, es kommt einmal im Jahr vor. Und ausgerechnet heute ist es. Er lässt euch Strafarbeiten machen und alles Mögliche. Aha, du träumst wohl. Julian, nein, wir träumen nicht. Oh, jetzt klingelt noch das Telefon. Das ist bestimmt der Herr Chillig. Oh, ich habe auch schon Angst vor dem. Julian, damit ist echt nicht zu spaßen. Ja, ich mache auch keine Witze, aber ich verstehe nicht, was mit euch los ist. Heute ist ein normaler Schultag. Und der Herr Chillig, der ist noch nicht mal mein Lehrer. Der ist der Schulleiter. Also, bitte, was soll das schon sein? Strafarbeiten, also bitte. Ja, Herr Chillig, ja, es tut mir leid. Aber natürlich, ich bringe die Kekse gleich vorbei. Ja, ja, Sie sind natürlich der beste Schulleiter hier. Oh Gott. Papa, warum schreibst du dich denn bei Herrn Chillig ein? Also ich verstehe nicht, was heute los ist. Irgendwie ist was komisch. Naja, ich gehe jetzt einfach mal zur Schule. Wird wahrscheinlich nichts passieren. Es ist wahrscheinlich ein Tag wie jeder Tag. Und der Herr Chillig, der ist doch eigentlich voll nett. Also wenn man keinen Ärger macht. Oh, Julian, du bist ja immer noch hier. Jetzt ab zur Schule. Julian, ich wünsche dir ganz viel Glück. Also, vielleicht sehen wir uns heute nicht wieder, weil wir wurden letztes Jahr eingesperrt von Herrn Chillig. Und das für 2 Wochen. Jo, alles klar. Der Herr Chillig sperrt uns ein. Hm, wahrscheinlich macht er so eine eigene Obi wie bei Roblox. Und dann müssen wir so Hindernisse überqueren. Ja, ist klar. Als hätte der nichts Besseres zu tun. Oh, Ines, hast du Julian gesehen? Also, genau heute sollte er nicht zu spät kommen. Steve, sei ruhig. Also, Herr Chillig ist schon da vorne. Ich will keinen Ärger bekommen. Oh, ja, Entschuldigung. Hallöchen, guten Morgen. Oh, perfekt. Da komme ich ja zum Klingeln rein. Hallo, Herr Chillig. Sieh mal einer an. Hallo, Herr Chillig. So einfach läuft das, oder was? Sag mal, was ist mit dir los heute? Oh Mann, Herr Chillig, Sie sind ja echt schlecht drauf. Was ist denn passiert? Hat Frau Chillig Sie verlassen, oder was? Oder sollte ich das nicht fragen? Junger Mann, für diese Frage kriegst du jetzt erstmal 20 Liegestütze, aber sofort! Aber was ist mit dir los heute? Was? Liegestütze? Aber ich hab doch noch gar keinen Sport! Oh, Herr Chillig, was ist denn los mit Ihnen? Ich sag dir, was heute nicht mit mir los ist. Ich hab heute keine Lust auf deine Witze. Los, 20 Liegestütze, aber sofort! Und schmeiß dich hier von der Schule. Los, laut mitzählen! Ja, ist ja gut. 1 und 2. Darf ich die Tasche ablegen? Nein, darfst du nicht. Wisst ihr was? Ihr geht mir alle hier auf die Nerven. Alle, besonders heute. Deswegen gibt's auch eine neue Lehrerin. Aber Herr Chillig, wieso denn? Was ist denn mit Frau Chillig? Hat sie etwa ihr Baby bekommen? Julian, du solltest wirklich aufhören, Herrn Chillig so Fragen zu stellen. Der ist wirklich nicht gut drauf. Tja, da hat Sarah wohl recht. Deswegen muss Sarah auch nur 10 Liegestütze machen und du jetzt 50. Los, laut mitzählen. Ja, ist ja gut. Meine Arme tun aber schon weh. 1, oh Gott. Ich habe gar keine Lust, euch heute zu unterrichten. Nur weil meine Frau nicht da ist. Ihr bleibt heute hier. Und wenn sein muss, für die nächsten Wochen. Ah, und da ist auch schon die neue Lehrerin. Perfekt. Hallo, Herr Chillig. Oh, vielen Dank, dass Sie mich als Lehrerin eingestellt haben. Ja, das finde ich auch. Die Schüler hier brauchen mal so richtig Disziplin für die nächsten Tage. Wisst ihr was? Ihr bleibt die nächsten Tage erstmal hier in der Schule. Ich habe eure Eltern schon informiert. Wir bleiben alle hier. Oh nein, Molly ist unsere Lehrerin. Och nö, die hat doch gar keine Ahnung von Lehrer sein. Oh, toll. Und wie? Ich habe aber gar keine Pyjamas mit. So, Ruhe jetzt! Alle mal in Ruhe! Oh, ihr seid schon ruhig. Na egal, wir machen heute Monsterunterricht. Leute, wollen wir uns das wirklich gefallen lassen und... Oh, wo ist denn Mia? Zum Glück ist sie heute nicht gekommen, sonst wäre sie auch eingesperrt. Ich kann mir das nicht gefallen lassen. Julian, jetzt sei lieber ruhig. Also, mir reicht schon, wenn wir ein paar Tage hier eingesperrt sind, weil Herr Chillig verrückt geworden ist, aber doch nicht einen ganzen Monat.
gehört? Ja, ich habe schon in die Kantine geschaut und da haben wir nicht mal so viel Getränke. Und wie ich Herrn Zillig kenne, momentan wird er uns keine neuen Getränke holen. Oh nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Wir müssen hier raus, aber nicht, wenn Molly da ist. Frau Molly, also die unten, ne, die haben erzählt, dass Frankie das schrecklichste Monster in Playmobil City ist. Wie bitte? Was erzählst du da? Frankie? Nein, 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 ich bin das schrecklichste Monster hier. Ja, tut mir leid, das haben die unten erzählt. Also ich habe damit nichts zu tun. Oh, ich sagte, die können was erleben. Jetzt kommt Molly. So Leute, wir sollen jetzt am besten hier aus der Schule entkommen und nach Hause und Mama und Papa sagen, was hier los ist. Julian, das wird echt schwierig. Guck mal, hinter uns ist auf einmal eine Mauer. Ich weiß auch nicht, wo die hergekommen ist. Wow, ist das denn... Wo kommt die denn auf einmal her? Das ist ja ganz komisch. Also, das fühlt sich an wie im Traum, aber... Na, egal. Also, wir müssen jetzt hier entkommen. Ich weiß aber nicht, wie. Guckt euch das mal an, wie hoch das ist. Die haben uns hier eingesperrt. Oh, Angelique ist wirklich verrückt geworden. Ich glaube, wir müssen die nächsten Wochen hier in der Schule bleiben. Die haben uns eingesperrt. Wo ist denn die Polizei? Oh, ich habe keine Lust, mit Julian den ganzen Tag hier zu verbringen oder die nächsten Wochen. Der pupst immer so viel. Ach Leute, bewahrt doch mal ein bisschen Ruhe. Vielleicht können wir da hochklettern. Guckt mal da an der Seite. Stimmt, das ist gar keine so schlechte Idee. Vielleicht ist das ja wirklich so eine Obi wie bei Roblox. Das kann wirklich sein. So, wir müssen an der Seite vielleicht hoch. Oh ja, das klappt, das klappt. Ist zwar ein bisschen anstrengend jetzt nach den Liegestützen, aber wir müssen hier hoch. Alle Mann hier rüber. Okay, gleich haben wir es geschafft. Oh Mann, das ist nicht so einfach. Gleich haben wir es geschafft. Oh Mann, das ist ja ziemlich hoch. Ich habe schon ein bisschen Höhenangst. Haltet euch gut fest. Ja, los, gleich beeil dich. Ich bin gleich bei dir. Okay, Leute, ich bin jetzt oben und spring wieder runter. Beeilt euch. Wir müssen aus der Schule entkommen, Mensch. Okay, jetzt müssen wir einfach nach unten. Mehr nicht. Wo ist denn der Herr Zillig? Ich hoffe, der hat hier nicht noch irgendein Hindernis oder so. Oh, Herr Zillig ist eingeschlafen. Das ist unsere Chance. Wir müssen hier schnell weg. Komm, Julian. Ja, das kriegen wir hin. Und oh, sieh mal einer an, was hier ist. Ja, der Herr Zillig macht es einfach zu einfach für uns. Hier ist eine Rutsche, wo wir einfach entkommen können. Ganz locker. Los, alle mal die Rutsche runter. Und dann sind wir hier weg von der Schule. Julian, also ich muss da ganz bestimmt nicht runter. Hä, Steve, wieso denn nicht? Das ist normale Rutsche, okay, eine XXL-Rutsche, aber mehr auch nicht. Julian, hast du mal geschaut, was da unten am Ende der Rutsche ist? Da ist kein Gold oder so. Da unten ist eine Schlange und ich hasse Schlange. Und nein, ich möchte da nicht runterrutschen. Ah, ich hab das gar nicht gesehen, eine Schlange. Oh nein, 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 hier kommen wir nie wieder weg aus dieser Schule. Leute, guckt euch das mal an, was da unter der Rutsche ist. Da sind irgendwie so Matten oder so. Meint ihr, wir kommen da drauf? Na, ich würde mal sagen, Versuch macht klug. Also, ich kann nicht hierbleiben in der Schule, das kriege ich nicht hin. Oh, ich sag euch, Leute, das ist genau wie bei Roblox. Jetzt müssen wir über diese Hindernisse springen. Und dann führt dieser Weg doch irgendwo hin, aber wohin? Oh, schaut mal, da ist irgend so eine Kabine oder vielleicht so ein Portal. Ja, Leute, ich weiß, wie ich das hinbekomme. Ich rutsche jetzt die Rutsche runter, aber nicht bis ganz nach unten. Julian, du musst auf der Hälfte abspringen und dann auf der Matte landen. Jetzt. Julian, halt dich fest. Vorsichtig. Ja, ich krieg das schon hin, keine Sorge. Okay, aber das ist ziemlich hoch. Oh, ich habe immer noch Höhenangst. Au, das war aber eine Punktlandung. Und sehr, sehr weich, muss ich sagen. Aber wisst ihr was? Der Boden ist ja hier gar nicht lava. Das heißt, wir brauchen gar nicht über die Hindernisse gehen. Wir können einfach so durch. Das ist ja super, Julian. Aber sei bitte vorsichtig. Die sind wahrscheinlich nicht umsonst da. Ach, papalapap, da wird schon nichts was passieren. Oh, warum ist es so heiß unter meinen Füßen? Oh, das ist ja wie Lava. Oh, meine Füße brennen. Oh, dabei habe ich doch Schuhe an, Steve. An deiner Stelle wäre ich richtig vorsichtig. Warum ist das so heiß auf dem Boden? Julian, du musst auf jeden Fall auf den Matten gehen. Das ist gefährlich mit dem Boden. Ja, das habe ich auch gemerkt. Oh, Mann, die brennen ja immer noch. Okay, ich muss da rüberspringen. Wie bei Roblox. Aber das ist kein Problem. Okay, erstes Hindernis geschafft. Jetzt kommt runter. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr in der Mitte irgendwie anhalten könnt. Und dann, naja, müsst ihr runterspringen. Ich hab's geschafft, Julian. Sehr gut. Kommt, jetzt die nächsten. Ich versuche wenigstens ins Portal zu kommen. Oh Mann, ist das anstrengend. Los Leute, gleich haben wir es geschafft. Nicht schlapp machen. Ja, ist ja gut. Oh Mann, das war eine harte Landung. Wir müssen aber alle ins Portal. Ich werde da nicht alleine irgendwie weggehen. Los. Oh Mann, ich hoffe, danach kommt nicht noch eine Obi oder so. Das wäre ein bisschen zu anstrengend. Aber auch ziemlich cool. Gut, gleich habe ich es geschafft. Oh, ich bin drin. Los Leute, beeilt euch. Hier ist Platz für alle und ich glaube, wir müssen die Tür zumachen, damit ich das Portal aktivieren kann. Los jetzt, Ines, Steve, Sarah. Ja, wir sind ja gleich da, Julian. Los, beeilt euch. Oh, das war irgendwie total cool, obwohl es auch gefährlich war. Ja, muss ich auch sagen. Also, es könnte ruhig öfters in der Schule passieren, aber irgendwie auch nicht. Leute, los, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil der gleich wach wird. Los, sind jetzt alle drin? Ja. Ja, gut euch. Okay, dann Tür zu und los geht's. Wo müssen wir denn hindrücken? Was ist? Wie seid ihr entkommen? Was soll das? Ich wollte euch hier einsperren. Ich hab den Knopf gefunden. Okay, drück drauf.
Tschüss, Herr Schillig! Oh Mann, ich glaube, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Das Portal war... Wo sind wir? Portal in mein Zimmer. Wir sind in meinem Zimmer in der Luxusvilla. Ja, oh Mann. Das war ja ziemlich cool, aber auch ziemlich aufregend. Julian, du bist entkommen. Glückwunsch. Also, das hätte ich niemals gedacht. Ja, ich auch nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass er uns wirklich einsperren wird. Ich hätte dir glauben sollen, Papa. Naja, Julian, dann kannst du jetzt aufstehen. Was? Aber ich stehe doch schon. Ich verstehe das nicht. Julian, aufstehen. Also, was ist denn mit dir los? Julian, du kommst auch zu spät. Julian Vogel, also nur weil ich hier die Vertretung von deiner Mutter übernehme, heißt es nicht, dass ich genauso lange warte. Aufstehen. Dieser Junge ist mal wieder am Träumen. Hey, hallo, Julian, du bist nirgendwo entkommen. Du bist immer noch in deinem Zimmer. Was, wie, wo? Das war ein Traum? Jetzt wirklich? Ja, jetzt wirklich. Es war ein Traum. Und jetzt bitte aufstehen. Ich habe die Spiegeleier unten vorbereitet. Oh Mann, da muss ich ja von den Spiegeleiern entkommen. Oh, na egal. Das war wohl anscheinend nur ein Traum. Aber ein ziemlich cooler Traum, muss ich sagen. Ich könnte das ja mal Herrn Schillig vorschlagen, dass er wirklich so ein Parcours aufbaut. Aber vielleicht nicht mit so einem heißen Boden. Oh Mann, war das wieder ein aufregender Traum. Ich glaube, davon muss ich mich erstmal erholen und noch eine Runde schlafen. Oh nee, wer ruft denn bitte so früh an? Oh, Martin, kannst du dich bitte darum kümmern? Nein, ich bin müde. Oh, mach du das. Julian, kannst du bitte ans Telefon gehen? Das ist bestimmt Steve oder so. Oh, was? Nein, kommt gar nicht in Frage. Ich habe gesagt, er soll nicht mehr so früh anrufen. Ich gehe nicht ran. Emma, dann ist es bestimmt für dich. Geh du mal ran. Nein, mach ich nicht. Ich schlafe noch. Oh, Hannah, kannst du bitte als Älteste dann ans Telefon gehen und schauen, wer dran ist? Das geht nicht. Ich kuschel gerade mit Pia. War ja klar, dass es wieder an mir hängen bleibt. Wer ruft denn bitte so früh an? Das ist Ruhestörung. Oh Mann. Hallo, Claudia Vogel? Ach, Maren, du bist es. Mhm. Ja? Ja, klar, gerne. Okay, die ganze Familie schnösel zum Frühstück. In 15 Minuten? Alles klar, ich freue mich. Ach, dann besucht mich meine Schwester mit ihrer Familie mal wieder zum Frühstücken. Okay. Aber vorher ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Schatz, wer war das denn jetzt am Telefon? Hä? Ach, Martin, Maren hat angerufen. Die kommt gleich mit Mike und den Kindern zum Frühstücken. So in 10 Minuten, glaube ich. Wie bitte? Was? Du hast Familie Schnösel eingeladen zum Frühstück? Gleich? Was? Ich hab Claudia, wie konntest du nur? Oh, ich war total noch im Schlafen. Super. Was habe ich getan? Du bist schnell hier weg. Ich sag dir, das ist Alarmstufe Rot. Du kümmerst dich um Julian und Emma und ich um Hannah. Wir müssen hier ganz schnell raus, sage ich dir. Hannah, steh bitte auf, wir müssen direkt aus dem Haus. Es ist Alarmstufe Rot. Eine wirklich hohe Gefahr. Ich meine, deine Cousine Tessa kommt gleich. Oh, was? Oh mein Gott, ich habe doch heute gar keine Schule. Bitte nicht. Na los, beeil dich. Julian, das ist keine Übung. Ich mache keine Scherze. Dein Cousin Nils, der kommt gleich. Oh, Mama, warum hast du das nur getan? Oh, wir müssen hier schnell weg aus unserem Haus. Am besten umziehen. Au, und jetzt bin ich noch runtergefallen. Oh, danke. Oh, was für ein Morgen. Emma, kannst du bitte aufstehen? Ich meine, es ist wirklich ernst. Deine Cousine Isabel kommt gleich, jeden Moment. Ja und, jetzt mach ich doch nicht so einen Aufriss. Ich meine, ich sehe Isabel jeden Tag in der Kita. Ein Tag mehr oder weniger ist auch egal. Und die anderen, naja, die sind ganz schön schlimm. Ja, aber die anderen kommen auch. Ich meine, Tessa und Nils. Also und Maren und Mike. Oh, sag das doch gleich. Sofort abhauen. Wir müssen alles liegen lassen. Wir fahren am besten in Urlaub. Ach, das ist eine super Idee. Wir werden einfach schnell verreisen. Ein Kurztrip. Und dann sage ich einfach als Ausrede, dass der Anrufbeantworter dran gegangen ist. Nicht ich. Ich war gar nicht hier. Kinder, wir nehmen nichts mit. Wir lassen alles hier. Ich meine, wir haben keine Zeit mehr. Die Schnösel sind schon gleich da. Los. Okay, Kommando zurück. Es ist zu spät. Es ist schon passiert. Oh, nein. Ach, guten Morgen, Familie Vogel. Wo wolltet ihr denn hin? Ihr wolltet doch nicht etwa abhauen? Ich überlebe diesen Tag nicht. Nein, ich schaff das nicht. Mit der ganzen Familie Schnösel, die waren so lange nicht mehr da. Und dann bei uns im Haus, die werden sich wieder nur beschweren. Ich sollte schnell in mein Zimmer und alles sichern, besonders die arme Pia. Kinder, Ruhe bewahren. Ich weiß, bei Familie Schnösel ist das ziemlich schwierig, aber vielleicht sind die gleich auch schon wieder weg. Ich hoffe es. Nein, wir wollten euch nur gemeinsam begrüßen. Wir freuen uns total, dass ihr da seid und das Frühstück ist auch schon vorbereitet. Aha, Tante Claudia, ich schau mal. Also sieht mir eher aus wie Armbrot. Das ist ja alles kalt geworden und die Eier, wie sehen die denn aus? Aber ist ja auch egal. Mutter, erzählst du jetzt bitte den Grund, warum wir jetzt wirklich hier sind? Nicht zum Frühstück, als ob ich sowas esse. Claudia, also das Frühstück war natürlich nur ein Vorwand. Wir wollen euch herausfordern. Herausfordern? Worin denn herausfordern? Kochen? Backen? Was ist denn los? Oh nein, es geht um die Kinder. Und zwar wird in der Stadt rum erzählt, dass eure Kinder die Besten im Entkommen sind. Und naja, Nils, Tessa und Isabel, also die wollen da was mal gegen machen. Bitte was? Worum geht's? Um irgendein Spiel der Kinder? Was haben wir damit zu tun? Ihr seid doch total verrückt geworden, hier morgens aufzukreuzen. Tja, Claudia, ist ja wohl klar, wir mussten unerwartet kommen, damit ihr euch nicht vorbereiten könnt. Und jetzt hör mir mal zu. Meine Kinder sollen hier in Playmobil City die Besten sein. Hast du das verstanden?
Na, ihr Vögelkinder, habt ihr es gehört? Ha? Wir werden die Besten sein. Wir haben da einiges organisiert. Ha? Wir haben ein eigenes Entkommen organisiert. Und wir werden die Besten sein, sage ich euch. Ah, deswegen seid ihr heute Morgen hier gekommen, oder was? Damit ihr euch... Oh Mann, ihr werdet euch sowas von blamieren, sage ich euch. Wir waren die letzte Woche in einem Camp. Da haben wir nur das Entkommen geübt. Ich meine, wir sind bestens vorbereitet. Wir können einfach alles, also... Oh Mann, ich kann es kaum glauben, aber die meinen das wirklich ernst. Tja, dann sollen sie es doch bekommen. Na gut, Mama, wenn die es halt haben wollen, dann bekommen sie es. Also wir sind die Besten in diesem Hindernisparcours, das sage ich euch im Entkommen. Und wohin geht's? Aha, also wir haben dafür extra etwas gemietet. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ein Süßigkeitenland. Maren, ist das jetzt hier gerade ein Scherz? Und wo ist denn die versteckte Kamera? Was ist denn überhaupt hier los? Tante Claudia, das verstehst du nicht. Aber keine Sorge, die Eltern machen ja nicht mit. Nur die Kinder. Tessa, kümmerst du dich um das Portal? Oh, jetzt werden hier die Schwergeschütze aufgefahren. Mhm. Also ganz ehrlich, wir werden gewinnen, egal wie, besonders wir Kinder. Ich meine, wenn Papa und Mama nicht dabei sind, dann gewinnen wir sowieso. Also sowas habt ihr definitiv noch nie gesehen. Dieses Portal, das wird uns direkt zum Entkommen führen. Also das nennt sich auch Obi bei Roblox, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich denke, ihr wisst gar nichts. Also hier müssen wir einfach nur draufsteigen und dann tauchen wir direkt im Süßigkeitenland wieder auf. Oh Mann, Tessa, du denkst auch, du weißt alles. Natürlich kennen wir Obis bei Roblox. Und dass das so ein Portal ist, was uns irgendwo hin teleportiert. So nennt man das nämlich. Wir tauchen da ein. Das nennt man teleportieren. Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann gleich, ihr Loser. Achso, bitte, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Teleportieren, das funktioniert in der heutigen Welt doch gar nicht. Oder? Oh doch, Papa, es funktioniert. Siehst du, Tessa ist jetzt weg. Und ich bin der Nächste. Julian, warte doch mal. Also, wie geht das? Also, ist das hier Alienwissenschaft oder wie? Oh nein, Papa, das ist Roblox-Wissenschaft, das verstehst du nicht, ist nur was für Kinder. Na, das will ich jetzt auch mal erleben, so, ich bin der Nächste. Wo sind denn auf einmal alle hin, wie vom Erdboden verschluckt? Ach, Mama, das ist doch egal, einfach aufs Portal und dann sind wir gleich im Süßigkeitenland. Und ich freue mich irgendwie schon total, sowas hatten wir noch nie. Ha, an eurer Stelle würde ich mich nicht freuen, aber jetzt müssen wir uns beeilen, los jetzt. Wie soll das denn gehen, Süßigkeitenland? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wow, also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wow! Zieht euch da mal rein! Ein Riesensüßigkeitenladen! Kann man das alles essen? Mm. Hallöchen und herzlich willkommen hier im Süßigkeitenland! Und ihr wisst, was zu tun ist! Ihr müsst entkommen vor den Süßigkeiten! Oder vor mir? Und wie ich gehört habe, ist das hier heute ein Wettbewerb! Auf meiner rechten Seite haben wir Familie Schnösel! Und auf der linken Seite, na das hab ich sogar mitbekommen, die Experten, wenn es um Entkommen geht, Familie Vogel! Na, der weiß sogar, dass wir ein Experte sind im Entkommen hier bei den Obis, aber das sieht ja echt interessant aus. Das sind ja wirklich alle Süßigkeiten. Wow, so viel und Schokolade sehe ich auch. Und dann sehe ich sogar Apfelringe. Oh Mann, die sind ziemlich sauer. Und auf den müssen wir jetzt entkommen, oder wie? Cool. Wir haben das extra aufbauen lassen, um euch zu beweisen, dass unsere Kinder die Besten bei diesem Spiel sind. Habt ihr das verstanden? So, und bevor wir jetzt starten, gibt es noch ein, zwei Sachen zu erklären. Und zwar könnt ihr hier in der Mitte sehen, das soll eine Mauer sein. Also auf der jeweiligen Seite ist der gleiche Parcours aufgebaut. Wir starten hier auf der Prinzenrolle, das ist euer Checkpoint. Und dann geht es weiter hier über den Regenbogen und über die Einhörner. Natürlich sind das alles Weingummis, ne? Und hier bei Familie Vogel ist es genau das gleiche. Ihr habt beide den gleichen Parcours. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch auf die Plätze. Und sind wir soweit? Also das wird eine Leichtigkeit für uns. Ja, ein Kinderspiel. Familie Vogel wird schon sehen. Los, Tessa, Nils, Isabel, mach diese Vogelkinder platt. Marin, bist du noch bei Trost? Ich meine, das sind deine Neffen. Das ist dein Neffe und deine Nichte. Ich meine, du kannst sie doch nicht so bezeichnen, aber dann mache ich es eben genauso. Los, Kinder, macht sie fertig. Oh yes, das machen wir, oder? Auf jeden Fall. Yes. Naja, und wenn ich ganz schnell bin, dann kann ich mir die ein oder andere Süßigkeit einfach zwischen die Backen schieben. Ach, und bevor ich's vergesse und fertig lossage, es müssen alle drei am letzten Checkpoint sein. Erst dann habt ihr diese Obi hier gewonnen. Also auf die Plätze, fertig, los! Na, Familie Vogel, wo seid ihr denn? Wir sind schon längst gestartet, so weit seid ihr niemals. Oh Mann, dein Ernst, Nils? Ich bin schon längst weiter. Ich bin hier schon bei diesen Tapsis, bei diesem Panda oder was das sein soll. Oh Mann, seid ihr langsam. Das sieht so lecker aus. Ich würde so gerne einmal reinbeißen, aber wir müssen erst gewinnen. Aber ich hoffe, am Ende gibt es einen Gewinn. Was will ich essen können? Na, ich könnte ja mal probieren. Oh, das ist ja wirklich lecker. Hallo? Können Sie bitte aufhören, das Portal zu essen? Also, das ist nicht zum Verzehr geeignet. Oh ja, ist ja gut. Dann sollte man die Sachen hier aber nicht so lecker machen. Oh, Isabel, du bist ja immer noch am Anfang. Kannst du dich nicht mal ein bisschen beeilen? Ich bin halt etwas kleiner und ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich dafür bezahlen kann. So läuft das hier heute nicht.
Oh Mann, wir können uns hier sogar kurz ausruhen und kurze Pause machen. Wo seid ihr denn? Ihr seid ja sowas von lahm. Entschuldigung, wie sieht's denn aus? Was gibt's am Ende für eine Belohnung? Oh, ihr denkt ja jetzt schon über die Belohnung nach. Naja, gut, ihr seid auch ziemlich schnell unterwegs. Wahre Experten. Wartet mal ab, das wird eine tolle Überraschung. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen gewinnen. Tessa, Isabel, beeilt euch. Also meine Schuhe, die sind definitiv nicht für diesen Hindernisparcours geeignet. Die sind von Prada und die fangen jetzt schon an zu kleben von dem ganzen Zucker. Oh, und ich glaube, Familie Vogel hat's doch ganz schön drauf. Also guck mal, wie weit die schon sind. Ich möchte es ja nicht gern zugeben, aber sieh doch nur. Die sind doch gleich schon bei der Schokolade. Los Leute, beeilt euch, nichts essen, sondern nur voran. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Kinder von Familie Vogel müssen dieses Spiel manipuliert haben. Man kann eigentlich gar nicht so schnell sein. Da stimmt was nicht. Tja, hör sich das mal einer an. Los Familie Vogel, zeigt alles. Oh, Tante Maren regt sich ja richtig auf. Also du brauchst dich gar nicht aufregen, Tante Maren. Wir werden so oder so gewinnen. Ich hänge hier immer noch bei diesen Grünohrhasen. Ich komme hier einfach nicht weiter. Tja, und dabei hat Familie Schnösel dieses Süßigkeitenland schon einmal gemacht. Sogar zwei, dreimal. Die haben extra geübt, aber das sollte ich nicht laut sagen. Okay, Leute, gleich haben wir es geschafft. Wir sind jetzt bei diesem Apfelring. Boah, also das ist ein bisschen gefährlich. Wie wär's mit einer Regeländerung? Der als erstes im Ziel ist, gewinnt. Tja, Nils, also da sieht's auch ziemlich schlecht für dich aus. Julian ist richtig schnell unterwegs. Der ist schon bei den Apfelringen. Ja, und ich meine, Nils, du weißt, die Apfelringe, das ist das Schwerste. Beim letzten Mal hattest du... Oh, das sollte ich nicht sagen. Los, meine Kinder, ihr schafft das! Oh Gott, Kinder, ihr zieht den Namen Schnösel ins Lächerliche! Oh, kann ich euch überhaupt noch meine Kinder nennen? Ta-ta-da-da! Auch die Apfelringe habe ich geschafft und gleich bin ich da bei der Prinzenrolle! Und ein weiterer Sprung und ich habe es geschafft! Los, Emma, Hanna, ihr schafft das! Also Kompliment! Also ich glaube, so schnell hat das hier noch niemand geschafft! Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe die letzten Tage nur bei diesem Süßigkeitenland geübt und ich schaffe es immer noch nicht! Emma, komm schon und denk dran, nichts essen. Ja, ich versuch's, aber es sieht einfach alles so lecker aus. Ach, jetzt bin ich auch runtergefallen. Muss ich jetzt wieder zum Checkpoint? Aber natürlich musst du zurück zum Checkpoint, das heißt zurück zum Anfang. Und schaut mal. Wir sind alle drei schon drauf. Ja, wir haben gewonnen. Oh, ich wusste es doch, meine Kinder sind einfach die Besten in einem Spiel, was ich einfach nicht verstehe. Ach, das kann doch wohl nicht sein. Wochenlang habt ihr wir hierfür geübt, viel Geld und Zeit investiert und Familie Vogel hat schon wieder gewonnen. Nein! Und damit stehen die Sieger fest. Familie Vogel, also zumindest die Kinder. Aber ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe ja gesagt, für den Sieger gibt es was und ihr dürft euch jetzt durch das ganze Süßigkeitenland essen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe schon wieder gegen Familie Vogel verloren. Wie bitte schon vorbei? Ich dachte, wir hätten gerade erst angefangen. Oh nein, mein Kleid von Dolce & Gabbana klebt an diesem ekelhaften Weingummi fest. Na, da bleibt mir nur noch zu sagen, guten Appetit und Zähne putzen bitte danach. Oh yes, habt ihr gehört? Wir sind immer noch die Besten. Wir sind die Obi-Meister. Oh Philipp, ich find's richtig toll, dass wir heute zusammen in den Aquapark gehen konnten. Und ich habe auch meinen neuen Badeanzug an, schon gesehen? Ja, stimmt, der ist neu, ne? Ja, ich find's auch richtig cool, dass wir jetzt mal im Aquapark sind. Endlich ist er eröffnet, endlich ist der Sommer mal da. Und guck dir das mal an, es ist direkt voll hier im Aquapark. Ich glaube, die ganzen Menschen haben drauf gewartet. Die ganzen Stühle und die ganzen Matratzen und so und die ganzen Plätze sind alle schon belegt hier. Naja, ist ja egal, wir sind jetzt hier erstmal im Pool. Und mein Bruder Julian und sein Freund Steve auch. Tut mir übrigens leid, dass ich die wieder mitnehmen musste. Nicht schlimm, kein Problem, die sind ja nicht in unserer Nähe. Hallo, könnt ihr mal da unten weiterrutschen? Ja, würden wir ja gerne, aber hier vorne, hallo, du da, Junge, kannst du mal nicht endlich ins Becken springen? Julian, der quetscht mich von hinten ein. Oh, wie viel wiegst du? 200 Kilo? Julian, beeil dich doch bitte. Ja, also ich mach den Stau nicht extra. Hier vorne ist welche. Hey, könnt ihr mal aus dem Weg? Langsam wird's... Oh, Steve, nicht so drücken. Oh Mann, dieser Aquapark ist total cool. Nicht so wie in Playmobil Country? Oh, ich kann's nicht mehr halten. Au, 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 au. Ich muss jetzt im Pool. Hey, weg da. Hätte ich nicht weggehen können. Hey, du da mit den roten Haaren. Ich hab dich gesehen. Du kannst doch nicht einfach rutschen, wenn da vor der Rutsche noch Leute sind. Ja, au, 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 au. Ich sag mal, aber die waren vor der Rutsche, die dürfen da doch nicht so einfach hin. Hey, willst du mir etwa erklären, wie man meinen Job macht? Ihr beiden kommt jetzt sofort raus. Oh Mann, Philipp, komm, wir verschwinden schnell, bevor Julian noch versucht, uns in die Sache mit reinzuziehen. Ja, ist gut. Sollen wir vielleicht oben auf den Turm? Ich meine, der ist gerade leer, da müssen wir nirgendwo anstehen. Oh, das wird cool. Ja, los, beeil dich, Hauptsache weg von hier. Die beiden haben das extra gemacht, also wir wollten da nur kurz vorbeispringen, schwimmen und die sind dann einfach auf uns draufgeflogen. Hä, was erzählst du denn da? Ja, natürlich, weil wir gerutscht sind und ihr standet die ganze Zeit vor der Rutsche. Ich musste sogar halten extra. Ja, das stimmt. Da muss ich meinem besten Freund recht geben. Nicht, weil er mein bester Freund ist. Also, wir verstehen uns oft nicht so gut. Aber ja, hat er recht.
Hey, ihr beiden Jungs, ihr kommt jetzt sofort raus. Und ihr Mädels, ihr könnt ruhig im Becken bleiben. Ne, ihr habt Pech gehabt. So, Julian, toll, wir sind gerade mal jetzt in den Aquapark gekommen und wir müssen jetzt schon wieder raus. Nicht, dass ihr uns rausschmeißt. Okay, ich glaube, die Bademeisterin ist abgelenkt. Wie wär's, Hanna, sollen wir beide zusammenrutschen? Komm schon. Philipp, das ist eigentlich verboten, aber egal. Die Bademeisterin ist gerade mit Steve und Julian beschäftigt. Das macht so Spaß, so zwei zu rutschen. Los, komm! Also wir waren wirklich nicht dran schuld, wir sind einfach nur normal gerutscht und normalerweise müssen die doch da weg, die müssen dafür Ärger bekommen. Also, ich habe euch jetzt im Blick, das war jetzt die erste Verwarnung und sollte es noch eine weitere Verwarnung geben, gibt's richtig Ärger, verstanden? Ja, haben wir verstanden, Frau Bademeisterin, die waren schuld, nicht wir. Na egal, Julian, komm, wir gehen da hinten in diesen Wasserpark, da können wir so auf das Spiegelrüst und so drauf und da ist ja auch eine Rutsche. Hanna, jetzt! Los! Jetzt. Hey, ihr beiden, hallo, warum rutscht ihr zu zweit, das ist verboten und wo ist euer Ring? Zu spät, wir sind schon unterwegs. Ja, sorry. Na, wartet, wenn ihr unten seid, ihr könnt euch auf Ärger gefasst machen. Julian, ich werde das als erstes rutschen. Ich werde kein Stau verursachen. Aber bitte, rutsch mir nicht direkt nach. Deine Füße stinken heute. Julian, nein, ich habe nicht gesagt, direkt nachrutschen. Oh, schnell. Die Vorsicht, hier kommen meine Stinkefüße. Oh, guck mal, da sind wieder diese Jungs. Komm, wir stellen uns direkt vor die Rutsche, dann kriegen die wieder Ärger. Oh, Mama, ihr habt das extra gemacht wieder. Haben wir gar nicht. Was macht ihr hier schon wieder vor unserer Rutsche? Wie kommt ihr auf die Idee, zu zweit von dieser großen Rutsche zu rutschen? Das sagt mir mal. Naja, das ist eine große Rutsche und da ist nur mal Platz für zwei. Ach, und was ist denn hier schon wieder los? Das waren wieder diese beiden Jungs, die haben uns extra umgehauen. Total gemein. Das stimmt doch gar nicht. Das ist gelogen. Wir sind einfach nur gerutscht und ich bin vor Julias Stinkefüßen geflohen, weißt du? Steve, das braucht keiner wissen, dass meine Füße heute stinken oder sonst auch. Ja, die standen schon wieder vor der Rutsche und wir sind halt in die reingerutscht, weil anders ging's ja nicht. So, ich hab jetzt die Faxen dicke, das war's jetzt mit euch. Und für euch beiden, da habe ich auch was ganz Besonderes. Oh, toll, werden wir jetzt alle aus dem Aquapark geschmissen? Das ist ja langweilig. Aus dem Aquapark geschmissen? Nein, ihr werdet für immer hier bleiben und dafür werde ich sorgen. Ihr werdet hier niemals entkommen. Ihr werdet euer ganzes Leben hier im Wasserpark bleiben und für mich arbeiten. Wie ihr seht, seid ihr auf Hindernissen und ich würde euch empfehlen, auf diesen Hindernissen zu bleiben hier im Wasserpark, denn der Boden ist sehr heiß. Oh Mann, wie hat sie das denn jetzt schon wieder hinbekommen? Also in letzter Zeit passiert das ziemlich oft. Ich meine, aus dem Wasserpark entkommen muss ich gar nicht, würde hier gerne bleiben, aber für die arbeiten? Nee, danke. Oh Philipp, alles nur wegen dir, weil du zu zweit rutschen wolltest. Hanna, du wolltest aber auch zu zweit rutschen, oder? Also lass uns doch einfach hier aus dem Wasserpark jetzt entkommen. Ganz easy, das kriegen wir hin. Ist wie so eine Roblox-Obi. Warte, wo bleibt ihr denn? Ich bin schon wieder Erster und ich werde als Erstes entkommen und lass euch nicht raus. Na, das wird doch richtig leicht, hier aus dem Wasserpark entkommen. Habe ich nur mal Roblox gespielt. Das ist bei euch ein Spiel? Ihr solltet das Ganze ernst nehmen. Ihr wollt doch wohl hier nicht ein Leben lang im Wasserpark bleiben. Oh doch, eigentlich schon. Ich würde ganz gerne hier im Wasserpark bleiben, wenn wir immer Sommer haben und ich nicht für dich arbeiten muss. Deswegen lege ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen hin. Hey, hört auf zu drängeln. Ich kann nicht vor. Julian ist auf dem nächsten Hindernis fast schon eingeschlafen. Ach ja, ich habe euch noch was vergessen zu sagen. Also, dieses Entkommen ist auf Zeit. In ein paar Minuten schließt sich das Portal. Komm an, das hätte uns mal noch von Anfang an sagen können. In den anderen Obis ist das nicht so. Ja gut, ich beeil mich. Los, Julian. Wir müssen ganz schnell hier raus. Also, wir beide zumindest. Okay, ich bin schon beim nächsten Hindernis und... Wow. Muss ich mit dem Ding jetzt hier rüberrutschen oder wie ist das gedacht? Sieht ja aus wie so ein Floß oder so. Keine Ahnung. Muss ich auf die Matratze jetzt drauf? Ich glaube schon. Oh, es bewegt sich. Da bin ich angekommen. Wie geht's jetzt weiter? Du musst die Rutsche runterrutschen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ah, das ist ja cool. Du kannst sogar sprechen. Cool. Also bei den Obis geben die mir hier und da auch immer Tipps. Und das gab's bis jetzt noch nicht. Dankeschön, kleiner Mann. Julian, beweg dich los. Oh, Steve, du hast mich voll erwischt. Oh, nein. Oh, die Rutsche. Ah! Ich bin unten, aber ich lebe noch. Oh Mann, das war ja richtig fies, Steve. Was sollte das eigentlich? Ich wäre hier fast auf den Boden gekommen und wer weiß, vielleicht ist der Boden schon wieder so Lava und Feuer. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es bis hier schafft, aber ab hier ist sowieso Endstation für euch. Endstation für uns? Niemals. Los, beeilt euch, runterrutschen. Ja, wir kommen ja. Mann, Steve, also wenn Steve ein bisschen schneller rutschen würde, würde es auch klappen. Hey, das ist eine Rutsche und die muss ich doch immer noch genießen, oder? Oh Mann, Leute, ich habe was entdeckt. Der Pool, na also... Der ist voller Schleim. Ist das nicht cool? Was? Cool? Also, das ist doch nicht schön. Da sollte Wasser drin sein. Nein, Schleim ist doch viel cooler. Ich habe damit kein Problem. Ich find's richtig cool hier. Julia, mach Platz. Das wird so ein Körper. Oh, sowas von rein. Ist das cool. Ein ganzer Pool voll Schleim.
das hätte ich auch gerne zu Hause. Toll. Das soll euch keinen Spaß machen. Mann, ihr sollt aus diesem Schleim nie wieder rauskommen. Das ist so wie Treibsand. Ach, und habe ich euch gesagt, dass das Portal oben ist und auch gleich schließt? Oh, jetzt verstehe ich langsam. Aber tut mir leid, das mit dem Treibsand klappt nicht. Also, das funktioniert irgendwie nicht. Das ist einfach nur Schleim. Also, eins muss ich sagen. Also, ich muss nicht unbedingt ins Portal. Ich kann hier im Schleim bleiben und ich glaube, die anderen auch. Tja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen für euch. Warum wird denn der Schleim auf einmal so heiß? Ja, ich merk's auch. Wow, super heiß. Eieieiei, es brennt. Leute, ich glaube... Oh ja, der Schleim verwandelt sich in Lava. Los, schnell weg hier, wir müssen die Rutsche hoch. Tja, da wünsche ich euch ganz viel Glück, weil die Rutsche hochkommen im Wasserpark, das ist nicht ganz einfach. Oh Mann, da hat die Bademeisterin ausnahmsweise mal recht. Oh, das ist alles so rutschig hier, da kommt noch Wasser runter. Hey, lass mich durch, ich will als Erste. Leute, ich glaube, ich hab's raus. Man muss immer hier so alles, versteht ihr? Also die Kanten berühren. Und dann müsst ihr wie eine Schlange nach oben. Ja, genau so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie schaffen die es denn, die Rutsche hoch? Das ist doch total rutschig. Haben die es geschafft, Leute? Ich glaube schon, Leute. Wir sind oben. Oh, sie haben es bis zum Portal geschafft. Und sie werden aus meinem Wasserpark entkommen. Nein! Tja, das war's wohl. Hä? Ich hab doch gesagt, ich bin Obi-Experte. Und jetzt einfach durch das Portal und dann sind wir entkommen. Hey, Julian, steh doch mal auf. Julian! Hanna, warst du das? Warum kannst du denn jetzt auf einmal sprechen, du Ding hier? Hey, Julian, steh doch mal auf. Bist du schon eingeschlafen? Wir sind doch gerade erst in den Wasserpark gekommen. Ja, was? Entkommen? Ach, oh, bin ich eingeschlafen? Oh, ich hoffe, ich habe keinen Sonnenbrand. Ich habe meine Sonnencreme vergessen. Ja, Julian, ist das dein Ernst? Wir sind gerade erst vor 10 Minuten gekommen und du bist eingeschlafen? Los, ab ins Wasser. Puh, Gott sei Dank, da ist jetzt Wasser drin und kein Schleim und wir müssen nicht entkommen. Super Sache. Hey, Leute, ich warne euch. Wenn ihr Ärger macht, habt ihr es mit mir zu tun. Verstanden? Versprochen. Wir machen keinen Ärger. Ich meine, ich möchte ja nicht für immer hierbleiben im Wasserpark. Wäre aber cool. Oh Mann, Julian, wir wollen nicht immer das spielen, was du spielen willst auf dem Tablet. Können wir nicht mal was anderes machen? Nö, das ist jetzt so. Oh, Julian, genau. Immer nur Obis. Können wir nicht die Barbie Traumvilla spielen? Oh Mann, Sarah, jetzt bist du aber total verrückt geworden, als ob ich hier bei Roblox irgendwas mit Barbie spiele. Mhm, ist klar. Wenn dann überhaupt Barbie entkommen. Hä, warum sollten wir denn Barbie entkommen? Ach Julian, mach du dein Ding. Wir gehen jetzt rüber zu Hannah. Die will bestimmt was anderes mit uns spielen. Tschüss. Ja, tschüss. Dann geht doch einfach, obwohl ich euch eingeladen habe und Steve extra nicht. Ich dachte, wir spielen hier ein bisschen Roblox, aber jetzt geht doch. Dann geht aus meinem Zimmer. Ihr habt ja Zimmerverbot hier. Hm, tut mir leid, Frau Vogel, aber Sie haben einen echt komischen Sohn. Das wollte ich Ihnen immer schon mal sagen. Das ist absolut nichts Neues. Julian, was ist denn schon wieder vorgefallen? Hast du deine Freunde vergrault? Julian, das kann doch wirklich nicht so angehen. Ich meine, du hast Besuch und der flüchtet jetzt gerade aus deinem Zimmer. Hast du irgendwas angestellt? Nein, also ich habe nur gesagt, dass wir das spielen, was ich will und nicht das, was die wollen. Ich meine, zumindest, die sind ja Besuch hier bei mir und ich nicht bei denen. Julian, am besten gehst du jetzt zu deinen Freunden rüber und entschuldigst dich. So habe ich dich nicht erzogen. Oh ja, ist ja gut. Immer muss ich mich entschuldigen, aber vielleicht haben die den Fehler gemacht. Der Fehler ist, dass die Barbie und sowas lieben und Puppen. Das ist der große Fehler. Julian, ich sag's dir jetzt kein zweites Mal. Geh und entschuldige dich und hör auf rumzuspinnen. Also was hat das jetzt mit einer Spinne zu tun? Ich versteh's nicht. Ich hab doch hier keine 8 Beine oder so. Na, ist ja egal. Ich entschuldige mich. Ist ja gut. Dann kann ich endlich wieder in Ruhe Roblox spielen. Ich wollte mich mal nur bei euch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hey Julian, nur zur Info. Ab sofort sind Mia und Sarah meine Freunde. Die hast du jetzt abgetreten an mich. Ja Julian, sie wollten mit Barbie spielen. Und das machen wir hier sowieso, weil du es ja nicht erlaubt hast. Oh Mann, Sarah, Mia, ist das jetzt echt euer Ernst? Ihr wollt jetzt wirklich mit denen spielen? Was ist denn mit mir? Ich hab euch noch... Bitte, kommt vorbei. Wir können auch Minecraft spielen. Macht euch doch bestimmt auch Spaß. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Julian. Wir wollten Barbie spielen und das machen wir jetzt auch. Dann suchen wir uns eben hier neue Freunde im Hause Vogel. Ja, Julian, ganz genau. Ab sofort ist Emma meine beste Freundin und nicht mehr du. Ja, wisst ihr was? Dann ist es halt so. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ich brauche euch nicht. Ich hab Steve, ich hab mein Tablet, ich hab das perfekte Leben. Den ganzen Tag Barbie und Puppen, das wird doch langweilig. Roblox und Minecraft den ganzen Tag, das ist viel cooler. Oh ja, Julian, komm, geh in dein Zimmer und heul leise. Nein, wenn ich heule, dann heule ich richtig laut so. Ist mir doch egal. Mann, jetzt sind Mia und Sarah ab sofort wohl nicht meine Freunde. Ist ja egal. Was macht... Mama, du hast hier was vergessen. Was macht dieses gelbe Ding hier? Also ist das... Das sieht aus wie so eine Plattform oder so. Mama, was passiert denn, wenn ich hier drauf gehe? Wo bin ich? Oh nein! So sah mein Zimmer eben nicht aus und das sieht hier alles so pink aus und so. Oh nein, ich bin doch... Bin ich jetzt ein Mädchen oder was? Aber irgendwie kommt mir das alles hier ziemlich bekannt vor. Das sieht doch...
Ich kenne doch diese Figur und dieses Haus auch irgendwoher. Julian, Hilfe! Bitte befrei mich hier! Wir müssen hier rauskommen aus der Barbie-Traumvilla! Oh, ich wusste es doch! Das ist eine Barbie-Traumvilla! Ich wusste es! Ich werde dich retten! Ich habe doch gesagt, ihr sollt nicht mit Barbie spielen! Haha, ihr werdet hier nie rauskommen. Wir werden jeden Tag Barbie spielen. Was? Niemals jeden Tag Barbie? Nein, nein, wir werden entkommen. Vor Barbie. Ich werde dich retten. Keine Sorge. Ich komme. Wow, 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 warum ist das so heiß? Julian, sei bloß vorsichtig mit diesem Boden. Da stimmt irgendwas nicht mit. Natürlich stimmt mit dem Boden irgendwas nicht. Der Boden ist Lava. Ich will nämlich, dass ihr niemals entkommt. Tja, dann schaffe ich die Barbie-Obi hier mit Leichtigkeit in echt, weil du hast ja hier ein paar, so ein paar Sachen aufgebaut, wo man drauf kann. Nicht ziemlich klug. So, hier rüberspringen. Das ist eine Leichtigkeit für mich. Ich habe schon so viele Obis in letzter Zeit gemacht. Auch in echt. Dann geht es hier auf die... Wow, ist das... Das ist die Barbie-Toilette und... die stinkt. Und jetzt noch auf die riesen Couch da. Mia, ich bin gleich da. Dann sind wir hier raus aus der Obi. So, tap. Oh, das war mal eine sanfte Landung. Schönes Kissen. Oh, das gefällt mir bei Barbie. Aber trotzdem, wir wollen entkommen. Mia, da bin ich. Los, los. Am besten hier ganz schnell abhauen aus dieser Barbie-Obi. Wir müssen Barbie entkommen. Julian, ich glaube, wir müssen da auf dieses Ding. Dann kommen wir auf jeden Fall hier frei. Ach, du meinst auf diese Plattform? Aber natürlich, klar. Wenn ihr denkt, dass ihr auf dieser Plattform entkommt, dann habt ihr euch vertan. Das Spiel ist längst nicht vorbei. Oh Mann, das war's, Barbie. Wir sind entkommen. Aber warte mal, das ist aber nicht mein Zimmer oder so. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht ja aus wie eine riesige Badewanne, oder? Ja, Julian, wir sind in einer Badewanne. Das ist das Badezimmer von Barbie. Na dann, dann wollen wir auch hier ganz schnell entkommen. Das wird auch eine Leichtigkeit. Die hat wahrscheinlich wieder keine großen Hindernisse aufgebaut. Ich spring jetzt... Oh, oh, wo kommt denn dieser Hai auf einmal her? Tja, das ist mein Freund Bruno und er bewacht das Badezimmer. Ihr entkommt mir nicht. Ha, das denkst auch nur du. Das ist eine Obi und ich glaube, da herrschen so andere Regeln und Gesetze. Ich versuche einfach mal rüber zu springen. Vielleicht wird das so ein Supersprung wie bei Roblox. Tja, Bruno, es wird Zeit, dass ich einfach über deinen Maul springe. Okay, Julian. Denk dran, also das kann irgendwie nicht so ganz echt sein, wenn ein Hai im Badezimmer ist, oder doch? Ich spring jetzt einfach mal. Oh, oh Mann, das hat geklappt, das hat geklappt. Na, Bruno, was ist jetzt? Mia, Mia, es klappt, du kannst einfach überall springen. Du musst so richtig tief, also in die Hocke gehen und dann springen, so einen Supersprung. Und dann kannst du über Bruno springen, der macht nichts, der ist ganz lieb, glaube ich. Okay, Julian, aber du musst dich beeilen. Du musst die anderen auch noch befreien. Was? Welche anderen? Ich habe dich doch schon befreit. Julian, befrei uns. Hier, wir stecken hier im Aufzug fest. Schaffst du es bis hierhin? Also ich sag, Julian, der schafft das nicht. Aber nicht so laut, sonst ist er wieder mega sauer auf mich, wenn ich daran zweifle. Wie konntest du denn nur Bruno überwinden? Ich muss mir für euch irgendwas einfallen lassen. Tja, du kennst halt Julian Vogel nicht. Ich hab doch gesagt, Barbie, also mit Barbie spielen, das macht keinen Spaß. Und jetzt können sie es selbst sehen. Oh, toll, aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Das schaffe ich doch niemals, so einen Sprung und so einen Doppelsprung oder so einen Supersprung, den habe ich nicht mehr. Wobei, da unten ist ein Ventilator, was? Muss ich jetzt auf den Ventilator springen oder so? Das geht doch gar nicht. Also der funktioniert ja noch und wenn wir jetzt die Luft... Oh, Julian, versteh das doch. Du musst springen und diese Luft, dieser Ventilator, der wird dann dich nach oben fliegen lassen. Ich versuch's, okay. Oh, 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 es klappt, es klappt, es klappt. Und gelandet. Oh, diesmal war es aber nicht so weich. Emma, super Idee. Julian, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich trau mich das irgendwie nicht. Mia, mach dir doch keine Sorgen. Das kriegst du hin. Einfach Richtung Ventilator springen und der schleudert dich dann nach oben. Wie so ein Schleudersitz ist das. Wow, Julian, du hast recht. Na, na, es hat doch geklappt. So, gleich sind wir endlich weg aus dieser Barbie-Traumvilla. Julian, was ist eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, dass ich hier gar nicht weg will? Willst du mich dann trotzdem befreien? Kommt nicht in Frage. Ich will hier keine Minute länger bleiben, als ich muss. So, wir hauen jetzt ab. Julian, endlich. Los, wir fahren mit dem Aufzug nach unten und dann hauen wir ab. Wie hat er das nur geschafft? Also, er scheint ein echter Profi zu sein, wenn es ums Entkommen geht. So, und jetzt gibt's noch mal eine langweilige Aufzugsfahrt. Okay, jetzt habe ich was anderes erwartet bei Barbie, aber nun gut. Und dann sind wir weg. Da wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt kommt noch die letzte Etappe. Ich habe hier noch ein paar Essenssachen von mir aufgestellt und am Ende ein Herzspiegelei. Na, das wird kein Problem sein. Los, Leute, wir müssen hier schnell weg. Da hinten ist noch eine Plattform und dann sind wir hoffentlich zu Hause. Julian, kannst du dich mal bitte beeilen? Runter das von den Eiern, hier geht's noch weiter. Ja, weißt du, wie schwer das ist? Kannst du jetzt endlich mal dieses Kuscheln sein lassen? Wir müssen jetzt weiter, hallo. Ich kuschel doch nicht hier mit den Eiern, ich muss jetzt weiter. Das ist aber ziemlich schwer. Also die Küche bei Barbie hat es echt in sich, muss ich sagen. Jetzt auf diesen Popcorn. An diesen Herzspiegeleiern werdet ihr auf gar keinen Fall vorbeikommen. Oh Mann, wir mussten schon gegen die schlimmsten Spiegeleier der Welt kämpfen, und zwar die vom Papa. Weißt du, wie schlimm die eigentlich sind? Da ist das für mich eine Leichtigkeit. So, Leute, wir müssen jetzt mal entkommen. Ah, siehst du, Barbie, ich bin entkommen. Oder kommt noch was? Oh nein, wie habt ihr das nur geschafft? Hier zu entkommen war eigentlich unmöglich. Tja, dann hättest du dich nicht mit mir anlegen sollen. Mit Julian Vogel. Julian, steh doch auf. Julian, bist du da?
Aber was ist mit dir denn los? Also warum hast du auf einmal Mama-Stimme? Also das kannst du ziemlich gut. Oh, und irgendwie tut jetzt mein Kopf auf einmal weh. Oh, wo kommen denn die Kopfschmerzen her? Oh, 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 oh. Wo bin ich? Ich bin ja noch zu Hause. Julian, als du gerade aus dem Zimmer von Hannah gehen wolltest, bist du hier über ihre Treppe gestolpert. Warst du gerade für ein paar Sekunden weg? Nein, ich glaube nicht. Ich war bei Barbie im Haus und wir wollten da entkommen. Ich habe die anderen befreit, weil Barbie, ich glaube, die wollte die nicht mehr rauslassen. Okay, ich glaube, das reicht mir. Julian, ich glaube, du warst wirklich für ein paar Sekunden weg, aber so wie es aussieht, geht's dir wieder besser. War ich wirklich weg? Also, ich dachte, das wäre echt, das hat sich so echt angefühlt, aber mein Kopf brummt ganz schön. Julian, ist alles in Ordnung bei dir oder kann man dir irgendwie helfen? Mir helfen? Nein, ich habe euch geholfen. Also ihr wolltet vom Barbie entkommen. Ihr wart bei ihr in der Traumvilla und ihr wolltet da raus und ich habe euch geholfen. Julian, das kannst du mir glauben. Wenn wir bei Barbie in der Traumvilla wären, dann würden wir nie wieder rausgehen. Barbie ist so cool. Ich bin's, Hannah Vogel. Und heute wird's mal wieder Zeit für eine Abendroutine. Die habe ich ja schon etwas länger euch nicht gezeigt und die hat sich bei mir auch ziemlich verändert. Also los geht's. Na dann kommt mal mit mir mit. Also, bevor ich ins Bett gehe, sage ich natürlich noch einen schönen Abend und gute Nacht. Wir fangen bei meinen Eltern an. Hallo Mama, hallo Papa, ich zeig gerade den Zuschauern, wie meine Abendroutine aussieht. Oh, okay. Und ich wollte euch gerade gute Nacht sagen. Oh, da will ich auch was sagen. Ach, na gut, ja, dann sag's mal, Papa. Ich bin Martin. Martin, Minecraft. Also ich habe jetzt auch einen Minecraft-Channel. Und da könnt ihr alle zuschauen, wenn ihr wollt. Ach, Papa, hör doch auf für deinen Kanal Werbung Hannah, zu machen. Schatz, das hier ist Claudia, mein Kanal. Sag doch was. Naja, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes ins Badezimmer. Bevor ich ins Bett gehe, mache ich mich natürlich auch schlafbereit. Und dafür bin ich natürlich immer im Badezimmer. Meistens lasse ich mir noch ein heißes Bad ein und entspanne mich vom Tag. Dann putze ich mir noch die Zähne. Naja, und dann bin ich eigentlich schon startklar fürs Bett. Also normalerweise dauert das natürlich ein bisschen länger als heute, aber ich werde euch nicht zeigen, wie ich mir die Zähne putze. So, dann geht's in mein Zimmer und da kuschel ich erstmal noch ein bisschen mit Pia. Dann schaue ich immer auf meinen Laptop und gucke mir den Stundenplan an, welche Fächer ich am nächsten Tag habe und ob ich schon alles in meiner Tasche habe. Ich will ja morgens keinen Stress haben. Naja, und dann, Leute, dann kann ich eigentlich schon ins Bett. Oh, Hannah, hier ist aber besetzt. Geht nicht, tut uns leid. Och, was macht ihr denn in meinem Zimmer? Ihr habt mein Video kaputt gemacht. Was denn? Wir haben gar nichts kaputt gemacht. Ich habe deine Kamera gar nicht angefasst. Ich habe auch nichts gemacht. Und außerdem, wenn ich in deinem Video bin, naja, also dann schauen bestimmt noch mehr Zuschauer zu, weil ich meine, ich bin ja ziemlich bekannt und so mit Minecraft. Och, na toll, jetzt muss ich meine Abendroutine echt nochmal machen. Ihr sollt nicht dabei sein. Hm? Hey, was ist denn hier so spät am Abend noch los? Ihr solltet doch eigentlich schon alle im Bett sein. Ja, Mama, ich wäre auch gerne im Bett, aber kannst du mir mal sagen, was Emma und Julian in meinem Zimmer wollen? Oh, ich habe halt nur nach einer neuen Matratze geguckt, weil meine Matratze ist ziemlich hart und ich dachte, vielleicht hat Hannah eine bessere. Und ja, sie hat eine bessere. Ich möchte auch eine neue. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Oho. Und jetzt alle in ihr Zimmer. Hannah in ihrs, Julian in seins und Emma auch. Los, raus, Julian. Naja, gut. Okay, Emma, los, wir gehen in unser Zimmer. Also ich gehe in meins und du in deins. Und ich meine, eine neue Matratze wäre gar nicht so schlecht. Aber ich brauche auch langsam mal ein größeres Bett, weil ich werde noch ein bisschen wachsen. Ja, aber nicht in meinem Zimmer und jetzt endlich raus. Mann, jetzt muss ich echt die Abendroutine hier in meinem Zimmer nochmal drehen. So, und jetzt nochmal zu euch beiden. Ihr könnt doch nicht einfach ungefragt in Hannas Zimmer gehen. Ja, okay. Na gut, jetzt macht euch fertig und gute Nacht. Ja, okay, Mama, ist gut. Gute Nacht. Träum süß. Molly ist wieder da. Oh, das wird perfekt. Es wird mal wieder Zeit, Familie Vogel zu erschrecken. Aber wo ist Frankie? Das war ja sowas von klar, dass er wieder zu spät ist. Na, dann rufe ich ihn nochmal an. Frankie, wo bist du? Was soll das heißen? Du bist schon im Bett. Wir haben gesagt, wir treffen uns in der Luxusvilla. Heutzutage findet man auch keine qualifizierten Mitarbeiter mehr. Naja, dann muss ich das wohl alleine durchziehen. Es wird mal wieder Zeit, dass alle Angst haben vor Molly. Oh, was ist das denn? Ein Swimmingpool. Na, da würde ich jetzt gerne mal reingehen, aber... Nein, nein, konzentrier dich. Ich bin fies, ich bin böse, ich bin Molly. Nun habt alle Angst. In letzter Zeit hat keiner mehr Angst vor mir hier in Playmobil City, aber das wird sich ändern, denn bald ist Halloween wieder da. Das ist meine Zeit. Und als erstes werde ich Hannah Vogel erschrecken. Nicht dich, Kaninchen. Keine Sorge, dich mag ich. Hier ist Molly.
Julian, Emma, raus hier! Hm? Ach, hey, Molly, du bist es. Das war aber schon, ist schon aber lange her, dass wir uns gesehen haben. Wie bitte? Du hast keine Angst? Hallo, ich bin's, Molly! Ach, Molly, meinst du nicht, dafür ist der Zug langsam abgefahren? Ich meine, ich kenne dich doch. Ich habe dich doch letztens noch mit Frankie im Aquapark gesehen. Oh, das gibt es doch nicht! Oh, ihr sollt Angst haben vor mir, ich bin Molly! Dann versuche ich bei den anderen beiden. Na, das kann doch nicht wahr sein. Die Menschen sollen Angst haben vor mir. Angst. Hey, Molly. Du auch hier? Das ist ja cool. Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Sag mal, wo ist denn Frankie? Ich dachte, ihr wärt zusammen oder so. Nein, darum geht es jetzt nicht. Du sollst Angst haben vor mir. Angst. Ach so, ich soll so tun wie vor... Aber wir sind doch jetzt eigentlich schon fast Freunde. Wir haben uns schon letztens im Aquapark gesehen und davor auch im Einkaufszentrum. Sogar auf dem Spielplatz letztens auf dem Karussell. Also Angst habe ich ja nicht mehr vor dir. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Weil das Halloween da und die Menschen sollen Angst haben vor mir. Wie bekomme ich das denn nur hin? Was? Wie? Molly ist zu Besuch? Julian, hättest du mir nicht sagen können, dass sie vorbeischaut? Dann hätte ich noch was vorbereitet. Ich wusste es doch auch nicht. Sonst hätte ich irgendwas geholt. Donuts oder so. Ihr sollt Angst haben vor mir. Oh, was kann ich nur tun, damit ihr wieder Angst habt vor mir? Wir sollen wieder Angst haben vor dir? Okay, okay. Ich hätte da eine Idee, Molly. Also, wie wär's, wenn du mal so ein Entkommen machst? Also so Entkommen vor Molly oder Molly Entkommen. Glaub mir, da hätten wir wieder Angst. Also wir nicht, weil wir Obi-Experten sind. Aber die anderen Menschen hier in Playmobil City vielleicht. Molly Entkommen? Das hört sich super an. Und wie funktioniert das? Naja, also, das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach gruselige Hindernisse machen, aus denen oder von denen wir entkommen müssen. Ja, also ich meine, du bist doch auch, also du bist doch ein Geist, oder nicht, normalerweise. Und ihr habt doch auch so übernatürliche Kräfte. Also könntest du doch so einen richtig coolen Obi-Park machen oder so, so im Halloween-Look. Oh ja, das ist klasse. Ich lass mir da was einfallen und dann werdet ihr Angst haben vor mir. Hä, wo kommt denn dieser riesen Kürbis her? Molly, warst du das? Oh, klasse! Was wollen wir denn jetzt damit machen? Ich mag keine Kürbisse! Keine Sorge, dieser Kürbis wird dir nichts tun! Ihr müsst ihn nur anfassen und dann werdet ihr von mir entkommen! Ach so, ja, wenn das so ist, dann fasse ich den mal an. Das ist bestimmt das Portal zu dieser Obi. Oh, eine neue Obi? Da mach ich mit! Die wird bestimmt gruselig, wenn Molly die gemacht hat. Cool! Naja, und ich meine, der Obi-Experte darf ja nicht fehlen. So, dann wollen wir mal hin. Na, wohin geht's denn jetzt? Also, es geht in meine Heimat nach Halloweenstadt. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow, sieht das gruselig aus. Willkommen in Halloweenstadt. Hier wurde ich geboren und bin auch zur Schule gegangen. Hier um die Ecke. Jetzt müsst ihr entkommen. Schaut euch das mal an! Ihr werdet es nie schaffen, vor Molly zu entkommen! Es sei denn, ihr kommt ganz bis zum Ende! Dann gibt es einen Weg hier raus! Wer schafft, auf dieses Portal zu kommen, kann vor mir entkommen! Oh, klasse! Genau das haben wir gemeint, Molly! Super! Da haben die anderen bestimmt Angst! Aber wir als Obi-Experten werden diese Halloween-Obi bestimmt schaffen! Oh, und dann noch dieses gruselige Haus! Naja, das sieht ja echt horrormäßig aus! Ja, also da bin ich aufgewachsen! Da am Fenster, da war mein Zimmer. Naja, okay, also ich werde dann jetzt mal starten. Oh Mann, die sind ja echt so wie... Oh, die sind ganz schön rutschig hier. Emma, geh du mal vor. Also Julian kann den Anfang machen und ich mache dann das Ende. Okay, ich probiere mein Glück. Oh, die sind ja echt total eklig. Sind das Finger? Ja, also ich glaube, das sind so Monsterfinger, aber keine echten. Na los, beeilt euch. Bleibt am besten liegen, weil ich meine, mit den Füßen rutschen wir auf jeden Fall aus. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum könnt ihr nur entkommen? Naja, also du musst wissen, wir sind ziemliche Obi-Experten, was das angeht. Also wir sind schon ganz viel entkommen und... was ist das denn? Oh, du meinst meine besten Freunde. Das ist eine Kakerlake. Ja, also ich will hier nicht runterfallen. Leute, ganz, ganz vorsichtig. Wir müssen auf diesen Dingern hier einfach rumspringen, okay? Julian, erzähl doch mal was ich nicht weiß. Jetzt beeil dich doch mal endlich, wir warten alle hier auf dich. Oh, wie kann es nur sein, dass ihr schon so weit seid? Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, kannst du ruhig, aber muss ich jetzt da reinspringen oder was ist da los? Naja, anscheinend schon. Also ich glaube, ich muss jetzt von dem in das andere springen. Also hab keine Angst, Emma, du kannst hier ruhig reinspringen. Alles klar, aber wenn du raus bist, dann komme ich dann rein. Ja, mach das. Wow, das war ziemlich knapp. Okay, jetzt geht's weiter. Hanna, wo bleibst du denn? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu klein und zu weit reingerutscht. Hanna, noch nicht springen, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. So, du wirst nicht reinkommen. Da ist eine Spinne auf mir. Ich komme hier nicht raus.
Hey Leute, beeilt euch doch mal. Hey, was ist denn da los? Hey Molly. Oh, Spinnen. Irgendwie habe ich Angst vor Spinnen. Ich gehe da nicht vorbei. Oh Leute, das kann doch nicht sein. Ihr müsst entkommen. Jetzt wird es langsam wirklich gefährlich. Hey Molly. Molly, du kannst doch nicht einfach Emma da gefangen halten. Also sie kann doch so nicht entkommen. Das geht nicht. Also die Spinne sieht eigentlich ganz nett aus, aber die lässt mich hier trotzdem nicht raus. Wartet mal, was ist, wenn ich entkomme? Vielleicht werdet ihr dann auch freigelassen. Ta-da-da-da, Molly, ich bin entkommen. Und was jetzt mit den anderen? Die kannst du doch nicht so da drin lassen. Das ist unfair, so läuft eine Obi nicht. Ja, wieso denn nicht? Ich meine, sie soll nicht entkommen. Ja, Molly, aber das ist wirklich nicht fair. Diese Kakerlaken wollen mich schon angreifen. Na toll, ich glaube, diese Spinne, die ist hier eingeschlafen auf meinem Kopf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Genau das ist es. Ihr werdet niemals entkommen. Molly, also das ist ja schön und gut und wir haben dir das ja auch vorgeschlagen. Aber aus einer Obi muss man auch entkommen können. Du kannst uns hier nicht gefangen halten. Ich meine, sie ist schon ziemlich gruselig. Die anderen werden schon Angst bekommen. Aber sie kommen doch dann nie wieder zurück und dann bin ich nicht mehr gruselig. Oh doch, da brauchst du keine Angst haben. Die Menschen werden schon Angst haben vor dir. Also diese Obi ist ziemlich gruselig. Glaub mir, Steve hat Angst. Naja, wenn es so ist, dann macht mal weiter. Puh, die Kakerlaken sind langsam weg. Ich glaube, ich kann weiter. Emma, wie sieht's bei dir aus? Also die Spinne ist jetzt auch wach und abgehauen. Ich glaube, ich kann weiter. Danke, Molly. Einfach hier hochklettern und ab in die nächste Tonne. Also jetzt scheint es mir doch ganz schön einfach geworden zu sein. Genau das meinen wir, Molly. So ist es doch viel cooler. Oh ja, das wird die beste Attraktion hier an Halloween, sag ich euch. Alle werden wieder Angst haben vor mir. Ja, genau, das glaube ich auch. Und wir kommen auch gerne wieder zurück. Vielleicht hast du da noch ein paar neue Sachen hier. Oh ja. Die Menschen werden Angst haben an Halloween. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich wollte zu Steve und ein bisschen Roblox spielen und Minecraft, aber nein, der will ja nur TikToks machen. Oh Mann, ist das nervig. Darauf habe ich gar keine Lust. Ich verstehe auch gar nicht, warum der das auf einmal machen will. Vorher hatte er damit gar nichts zu tun und jetzt sagt er, guck mal, Julian, hier habe ich das und dies. Kannst du diesen Tanz? Nein, ich kann keinen Tanz. Ich kann nur I like to move it. Mama, Papa, ich sag euch die... Hallo? Mama, Papa... Oh Mann, wo sind die denn jetzt auf einmal? Ja, tauchen, ja, was? Das Emma cool. Und Hannah sind, glaube ich, am Pool. Oh, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Eine Abkühlung, das wäre gar nicht so schlecht nach dem ganzen Stress. Hey, ihr beiden, toll, dass ihr schon am Pool seid. Also, ich hatte heute so viel Stress wegen so einer Sache, aber ist egal, das möchte ich jetzt einfach vergessen und ein bisschen schwimmen. Julian, du kannst jetzt nicht schwimmen, das geht nicht. Wir sind gerade beschäftigt. Hä, wie meinst du das? Das ist doch der Pool von Familie Vogel, also auch mein Pool. Und ich meine, okay, beim letzten Mal habe ich euch nicht reingelassen, aber die Sache ist doch schon längst durch. Julian, ich hab's dir doch gesagt, das geht jetzt nicht, weil Hannah, die macht jetzt so einen TikTok hier im Wasser. Ja, und das ist echt total abgefahren, weil da bewegt sie sich so langsam und so. Und das ist so echt, als wenn sie im Wasser tanzt. Ist das dein Ernst? Oder versuche ich, bei Steve zu entkommen und jetzt bin ich zu Hause und ihr macht auch die ganze Zeit TikToks? Oh, das ist doch sowas von nervig, ich hab darauf keine Lust. Ist mir egal, ich geh jetzt einfach in den Pool und schwimme. Ist mir egal, ob ich im Video bin oder nicht. Och Mann, Julian, das ist doch echt nicht dein Ernst. Doch. Ich hab grad versucht, dieses Video nachzumachen, wo man so Geräusche macht. Oh ja, was jeder macht. Und jetzt bist du mir einfach ins Bett gelaufen. Nein. Oh Julian, toll, danke. Ich hab das gesehen, das war fast schon perfekt. Naja, jetzt alles nochmal von vorne. Naja, ist egal, dann nehme ich jetzt einfach so lange was anderes auf. Vielleicht Lip-Sync. Ja, tut mir leid, da muss ich dein Video jetzt wieder kaputt machen, weil ich hier ein bisschen schwimmen will. Verschwinde, los, mach das in deinem Zimmer oder so. Och nee, Julian, das geht nicht. Wir wollen hier coole TikToks aufnehmen. Jetzt geh du doch in dein Zimmer. Ja, und ich bin dann als nächstes dran. Also entweder du machst jetzt hier mit oder du verschwindest aus dem Pool. Oh, weißt du was? Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert, aber dann gehe ich halt aus dem Pool. Dann bleib ich hier, dann gehe ich oben zu Mama und Papa und erzähl das. Und dann dürft ihr mit dem Handy gar nichts mehr machen. Und Hannah, kann ich jetzt mitmachen? Also da können wir doch zu zweit so ein Video machen. Das wäre toll. Lass mich auch mal. Ja, klar. Also ich werde mal schauen, welche Challenges es von TikTok gibt, die wir dann zu zweit machen können. Oh Mann, Video hier, Challenge da. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Könnt ihr nicht einfach im Pool schwimmen? Wir haben Sommerferien. Mama, Papa, wir haben kein Problem hier bei uns zu Hause. Ich versuche von dieser TikTok-App zu entkommen, aber das schaffe ich einfach nicht. Überall verfolgt mich das. Könnt ihr da nicht was machen? Hey, Mama, ich rede mit dir. Könnt ihr nicht das Handy von Emma und Hannah wegnehmen? Okay, Claudia, wie mache ich das jetzt? Also ich schaue in die Kamera und sage jetzt, hier ein paar unnötige Fakten über Eltern. Julian, was ist denn? Möchtest du irgendwas? Ich bin ja dabei, mit deinem Papa so ein witziges Video aufzunehmen. Also diese App, die ist echt klasse. Wie, ihr jetzt auch schon? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich dachte, oh nein, nicht meine Eltern. Das ist sowas von peinlich.
Wieso denn? Also ich finde das ganz witzig. Ich meine, da gibt's auch keine Altersbegrenzung, oder? Ja, Julia, perfekt. Du kannst uns doch bestimmt helfen, oder? Wir wollten das sowieso zu zweit machen. Also kannst du nicht vielleicht das Handy halten so lange? Oh Mann, das kommt gar nicht in Frage. Auf gar keinen Fall. Das ist ja sowas von peinlich und sowas von nervig. Sogar zu Hause werde ich hier die ganze Zeit von TikTok verfolgt. Oh, erst Steve, dann Hannah und Emma und jetzt sogar Papa und Mama. Oh, ich muss da entkommen, aber sowas von... Julian, was ist denn? Warum bist du so aufgebracht? Stimmt irgendwas nicht? Natürlich stimmt was nicht. Es ist so schönes Wetter und alle wollen hier irgendwelche Videos machen. Das verstehe ich nicht. Julian, du musst dich nicht aufregen. Ich meine, du kannst Papa und mir auch wirklich dabei zur Hand gehen. Und zur Belohnung kannst du dir gerne ein Eis nehmen. Nein! Das kommt gar nicht in Frage. Ich werde euch jetzt nicht bei diesem Video helfen und euch Tipps oder so geben. Auch wenn ich ein witziger Typ bin. Kommt gar nicht in Frage. Und ein Eis hole ich mir sowieso. Martin, tut mir leid, aber du musst das jetzt alleine machen. Das klappt so nicht. Mach doch einfach diese Selfie-Funktion. Ich muss hier raus, ich muss hier ganz schnell raus. Ich weiß ganz genau, wo keine Videos aufgenommen werden. Auf dem Spielplatz. Oh, endlich, endlich. Hier wird schön gespielt. Das finde ich super. Keine TikTok-Videos und so ein Kram. Oh, da ist ja Steve. Hey Steve, warst du nicht eben noch zu Hause? Warum sagst du mir nicht Bescheid, dass du hier beim Spielplatz bist? Steve, das kann doch nicht sein. Warum hast du jetzt dein Handy mit? Du machst doch nicht etwa... Nein, 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 bitte nicht. Oh doch, natürlich. Also, die ganze Zeit in meinem Zimmer Videos aufnehmen ist doch langweilig. Ich wollte mal was Cooles machen, hier auf dem Karussell. Steve, kannst du nicht einfach wie in alten Zeiten einfach auf diesen Spielplatz kommen und einfach nur spielen und keine komischen Videos aufnehmen? Und außerdem, die sind nicht witzig bei dir. Guck, siehst du nicht, Mia und Sarah, die spielen einfach nur auf dem Spielplatz. Nicht mehr und nicht weniger. Hey Leute, cool, dass ihr jetzt auch hier auf dem Spielplatz seid. Können wir einfach ein bisschen spielen? Die anderen Leute, die gehen mir heute ziemlich auf die Nerven. Naja, egal. Hey, Mia, Sarah, was ist denn? Hallo, ich rede mit euch. Ach, Julian, Mann, du bist gerade total im Bild. Wir nehmen noch ein Video für TikTok auf. Ja, Julian, siehst du einfach nicht, dass dieses Handy da läuft? Nicht reinlaufen ins Bild. Ich krieg hier noch zu viel. Oh, Mann, ey. Oh, am liebsten, wisst ihr was, würde ich jetzt das Handy nehmen und einfach nur ganz weit wegwerfen. Ja, kannst du ja machen, aber erst nach dem Video. Ich muss jetzt unbedingt diese Challenge hier hinkriegen. Oh, Mann, das kann echt nicht wahr sein. Oh, Mann. Hey, hey, Julian, ihr habt doch so einen Pool, oder nicht? Also ich würde mal gerne im Wasser so ein TikTok-Video aufnehmen. Weißt du, unter Wasser. Das kommt nicht in Frage. Oh, ich muss dieser App entkommen. Oh, TikTok entkommen. Ich weiß aber auch schon wo. Wo keiner was machen wird. Puh, endlich. Keiner ist da. Keine Kinder, keine Erwachsenen. Aber dass ich in den Schulferien wirklich hinkommen würde, hätte ich niemals gedacht. Es sind jetzt vor kurzem erst die Sommerferien gestartet und ich bin schon wieder in der Schule. Und das nur wegen TikTok. Oh, und unsere Klasse war sogar auf, ich meine, unten der Haupteingang. Warum eigentlich? Ist egal. Hier habe ich zumindest meine Ruhe. Ah ja, hier könnte ich eigentlich jetzt immer hinkommen und eigentlich immer spielen in Ruhe. Dann nervt mich keiner mit irgendwelchen Videos. Ich kann hier in Ruhe Roblox spielen oder Minecraft. Entschuldigung, junger Mann, was machst du? Julian, bist du das? Oh, hey, chillig, also ich dachte... Oh Gott sei Dank, sie sind ohne Handy unterwegs. Das freut mich zumindest. Oh, überall ist es... Also momentan, will ich nur in der Schule sein. Julia, habe ich das richtig verstanden? Du möchtest in der Schule sein, aber wir haben doch erst seit ein paar Tagen jetzt Sommerferien. Das verstehe ich nicht bei dir. Du hast dich doch so gefreut. Ja, habe ich auch, aber momentan ist ja auch egal. Ich wollte einfach nur entkommen und hier habe ich meine Ruhe. Ja, okay, aber das trifft sich gut. Du kannst mir vielleicht bei einer Sache helfen. Oh, ja klar, aber das ist doch jetzt... Nein, nein, nein. Ja, ich kann helfen. Ich kann schon helfen. Nein, mach dir keine Sorgen, das sind jetzt keine Schulaufgaben oder irgendwie sowas. Du kannst mir bei was anderem helfen, bei was sehr, sehr Wichtigem. Und zwar muss ich den Plan für das nächste Jahr schon ausstellen. Wer welchen Lehrer bekommt, in welche Klasse und alles drum und dran, den Stundenplan auch schon. Oh, also ich wäre dafür, dass wir donnerstags und freitags den ganzen Tag nur Sport haben. Das wäre super. Ja, Julian, natürlich wäre das super. Aber wie soll ich das den anderen erklären? Ihr habt den ganzen Tag Sport und die anderen müssen Unterricht machen? Nein, nein, so einfach läuft das nicht. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Aber die Frau Schillig, die bleibt doch unsere Lehrerin, unsere Klassenlehrerin, oder? Ja, also da bin ich gerade dran. Also die ersten Wochen ist sie noch nicht da, wegen der Elternzeit. Aber danach denke ich, ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ihr bekommt einen neuen Lehrer. Was? Neuen Lehrer? Oh nein, 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 nein. Also können wir nicht bei Frau Schillig bleiben, bitte? Glaub mir, Julian. Der Lehrer ist relativ jung, der wird dir gefallen. Na dann, okay, cool, cool. Also, Herr Schillig, vielen Dank, dass ich jetzt hier hinkommen konnte. Also, weil ich brauchte wirklich Ablenkung. Heute war so schlimm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir zu Hause auch. Also, Julian, überhaupt kein Problem. Mich hat's natürlich auch gefreut. Du hast mir auch geholfen. Naja, und ich wollte dann mich vielleicht auch mal entschuldigen für Lehrer versus Schüler. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen fies bin, wenn ich gewinne. Aber das ist halt manchmal so bei Wettbewerben. Ach, Julian, ist doch überhaupt kein Problem. Ich bin auch genauso drauf. Naja, freut mich, wenn's dir Spaß gemacht hat heute. Oh, und weißt du was? Weil du so fleißig warst, habe ich sogar eine Belohnung für dich. Oh, ja, cool. Wollen wir ein Eis essen oder so? Nee, nee, Julian, wir könnten ja zusammen so ein TikTok-Video aufnehmen. Das macht doch momentan jeder. Weißt du, wenn wir zusammen eins aufnehmen als Lehrer und Schüler, ha?
Ich meine, du wirst doch bestimmt auch irgendwelche Videos aufnehmen. Das freut dich doch bestimmt. Oh nein, auf gar keinen Fall. Da wollte ich sowieso entkommen. Und jetzt auch sie endlich. Oh nein. Oh, ich glaube, ich werde von diesem TikTok niemals entkommen. Niemals.